Und hier ist unser Gastgeber des Abends, der unfassbare Andy Borg. Man dir den Kummer aus, dass ich mir Sorgen um Menschen mache, das ist für mich keine Herzenssache. Helfen auch sie und ich sag ihnen wie, bitte helfen auch sie, ich sag ihnen wie. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Guten Abend, Servus. Hier bei uns im Schlagerspaß. Schön, dass ihr da seid. Auch Ihnen zu Hause ein herzliches Willkommen zu einem ganz neuen Schlagerspaß. Da, wo immer die schönen Schlager erklingen. Da, wo man mit guten Freunden gemütlich zusammensitzt und wo kein einziges böses Wort fällt. Herrlich, oder? Wo gibt's denn das noch in der heutigen Zeit? Gerade in der heutigen Zeit. Es ist schön, euch alle hier zu sehen. Wie immer sind natürlich die Alma und der Jens an meiner Seite. Guten Abend euch beiden. Und wenn ich sag, wie immer, dann stimmt es nicht ganz, weil so wie immer ist es eigentlich nicht. Haben Sie es vielleicht schon bemerkt? Ein bisschen was ist anders heute. Also falls Sie es jetzt noch nicht gemerkt haben, ist überhaupt kein Problem. Sie merken es spätestens, wenn Sie um 11 auf die Uhr schauen und der Borg immer noch in Ihrem Fernseher umeinander hupft. Dann werden Sie sagen, das war aber ein ganz besonderer Schlagerspaß. Ja, das ist er. Wir machen gemeinsame Sache mit der Herzenssache. Die Herzenssache ist den SWR-Zuschauerinnen und Zuschauern seit vielen, vielen Jahren bekannt, bestens bekannt. Und heute Abend machen wir einen Spendenaufruf, möchte ich jetzt mal sagen. Ich möchte sagen, Sie kennen mich jetzt schon eine Weile und Sie wissen, dass ich nichts mache, wo nicht auch mein Herz dran hängt. Und an dieser Herzenssache hängt mein Herz. Wir helfen Kindern in Not. Und ich möchte Sie von Herzen bitten, spenden. Schauen Sie doch einmal, ob Sie zu Hause nicht ein paar Schilling umeinander hängen. Habe ich Schilling gesagt? Sie wissen schon, was ich meine, oder? Und es geht ganz einfach. Sie wählen einfach unsere Telefonnummer. Wir haben hier gleich daneben im Extrazimmer, da wo sonst immer die Weihnachtsfeiern und Hochzeitsfeiern stattfinden, haben wir eine Telefonzentrale eingerichtet. Dort werden Ihre Anrufe entgegengenommen, da werden Ihre Spenden entgegengenommen und natürlich all Ihre Fragen beantwortet. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was haben wir denn musikalisch heute im Schlagerspaß? Dann kann ich Ihnen nur sagen, die Mischung ist wie immer. Aber heute, bei diesem besonderen Schlagerspaß, haben wir 3 Stunden Zeit, um miteinander fröhlich zu sein, um miteinander zu singen und miteinander Kindern in Not zu helfen. Und das alles geht, wie auch im richtigen Leben, nur miteinander. Wenn wir zusammen stehen, dann wird's auch weitergehen. Wir schaffen's nur vereint mit einem guten Freund. Weil jeder weiß, es geht nur miteinander. Man schafft im Leben einiges allein. Wenn ich sing, muss da kein Zweiter sein. Doch gebe ich zu, es wird gleich doppelt nett. Sing ich nicht solo, sondern im Duett. Ein Kartenspiel allein, das ist nicht schön. Ein Fußballspieler braucht die anderen 10. Und will man transportieren ein Klavier, dann braucht man 2, doch besser wären 4. Es geht nur wieder Land. Es geht nur Hand in Hand. Wenn wir zusammen stehen, dann wird's auch weitergehen. Wir schaffen so vereint mit einem guten.
Sänger braucht Begleitung, ein Klavier. Dann kommt die Klarinette her zu mir. Die Saxophone klingen gut zu zweit. Trompeten strahlen, Posaunen nur ein Neid. Es geht um dieser Hans, es geht nur Hans im Hans. Wenn wir zusammen stehen, dann wird's auch weitergehen. Wir schaffen so vereint mit einem guten Freund. Ein jeder weiß, es geht nur miteinander. Ich glaube, jedes Lied wär ganz verkehrt, wenn keiner da wär, der es gerne hört. Drum brauch ich euch ganz dringend für mein Glück. Denn ihr gebt mir die Herzlichkeit zurück. Und wenn noch mal ein Ton nicht richtig stimmt, hier sitzt nicht einer, der das übel nimmt. So könnt's doch auch im Alltagsleben sein. Wenn's schief geht, nicht gleich schimpfen, nur verzeihen. Es geht nur in sein Hand, es geht nur Hand in Hand. Wenn wir zusammen stehen, dann wird's auch weitergehen. Wir schaffen's nur vereint mit einem guten Freund. Ein jeder weiß, es geht nur miteinander. Ein jeder weiß, es geht nur miteinander. So ist es. Es geht nur miteinander. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Sie merken das schon, die Sendung ist heute live. Weil bei Ihnen ist es, schauen Sie mal auf die Uhr, es ist genauso spät wie hier. Da brauchen Sie jetzt nicht hinschauen, das ist keine Uhr. Die bleibt immer genauso stehen. Meine Damen und Herren, Sie sehen es, wir singen miteinander, wir sind fröhlich miteinander und wir helfen zur selben Zeit Kindern in unserem Land. Im Sendegebiet des SWR. Und ich begrüße ganz herzlich Frau Dr. Schelberg, die heute Abend den ganzen Abend lang hier sein wird. Guten Abend, gnädige Frau. Ich kann das eigentlich gar nicht, so eine seriöse Sendung zu moderieren, aber wir tun unser Bestes. Und ich verspreche Ihnen, nein, ich lege meine Hand für unser Publikum ins Feuer, weil ich weiß, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer vom Schlagerspaß ihr Herz am rechten Fleck haben. Und ich habe es Ihnen schon gesagt, hier oben diese Nummer, die habe ich heute Nachmittag selber dahin gehängt. Sind das nicht wunderschöne Buchstaben? Ihr glaube, ihr sagt Ziffern oder so. Die habe ich dahin gehängt und so. Da können Sie anrufen jetzt. Ich habe noch nie so eine schöne Telefonnummer gesehen. 0800 888 1515. Ich bin begeistert von dieser Nummer. Den ganzen Abend haben Sie sie hier zur Verfügung. Das ist Ihre Telefonnummer. Und wenn Sie Angst haben, dass da jetzt dann ein Computer dran geht, der sagt, wenn Sie eine Waschmaschine möchten, dann wählen Sie bitte die 1. Nein, bei uns geht ein echter Mensch dran. Sie brauchen keinen QR-Code einscannen. Sie brauchen keine App downloaden, die dann sowieso nicht funktioniert. Bei uns geht ein echter Mensch dran. Und die zeige ich Ihnen jetzt. Ein paar davon zeige ich Ihnen jetzt. Bei uns daneben im Telefonstüberl. Und da begrüße ich eine ganz bezaubernde, liebe Moderatorin, die Sie kennen. Und zwar von den Nachrichten Rheinland-Pfalz und vom ARD-Buffet. Herzlich willkommen, Fatma Mittler-Solak. Servus, Fatma. Servus, Andi. Herzlichen Dank. Ich danke dir. Ja, du hast es gesagt. Hier sitzen echte Menschen und wir sind live. Immer wieder kommen die Anrufe rein und unsere Prominente sitzen hier und nehmen ihre Anrufe entgegen. Wir gehen einmal durch, wer in der ersten Runde hier sitzt. Frank Bräutigam, das ist unser ARD-Rechtsexperte. Er kennt sich aus mit Recht und Justiz und er kennt sich auch mit Spendensammeln. Läuft's gut? Läuft super, die haben ein ganz großes Herz. Es ist heute auch Tag der Kinderrechte, offiziell 20. November, also super Tag, großes Herz, schon oft erlebt gerade. Dankeschön für deinen Ansatz. Jana Kübel, die Frau mit dem schönsten Lächeln von der Landesschau Baden-Württemberg ist bei uns. Schön, dass du da bist. Du bist auch schon eifrig am Telefonieren gewesen. Fatma, es läuft, es haben viele angerufen. Aber ich wurde gerade eben gefragt, ob man denn einfach am Telefon seine IBAN so rausgeben darf. Ich glaube, das müssen wir vielleicht nochmal an Frank Bräutigam zurück. Also ihr zwei, ihr handelt das miteinander aus. Bei uns ist Guido Buchwald, ehemaliger Fußballprofi und Weltmeister
Bürgermeister von 1990. Ja, gerade ist eine kleine Pause. Wie ist es denn bislang gelaufen, Guido? Ja, eigentlich sehr gut. Also sind super Spenden, bis 200 Euro auch reingekommen. Und es ist ganz toll, dass die ganzen Leute da mitspenden, weil wir brauchen auch hier bei uns im Land, glaube ich, die Spenden. Super, vielen Dank für Ihren Einsatz. Da geht's gleich weiter, da wollen wir gar nicht erst stören. Und die Frau, die Sie nebenan sehen, das ist Nathalie Lump. Ich sag jetzt mal, Deutschlands bekannteste Weinexpertin. Wenn Nathalie da ist, geht's immer viel um Wein, aber heute geht's um die Spenden. Daumen hoch, Daumen runter, wie läuft's mit den Spenden? Super, also es sind schon zwei Minuten, bevor wir dachten, es geht los, gingen schon die ersten Anrufe. Und, wunderbar. Dankeschön. Christina Obergeföll ist da, Max König ist da. Also es läuft, die Anrufe kommen rein. Wir sind bislang sehr happy. Andi, ich gebe wieder ab, zurück zu dir. Ganz, ganz lieb. Dankeschön. Ihr habt euch gemütlich gemacht. Und Fatma, wenn ich das sagen darf, Fatma, warte mal, einen Moment. Da bin ich, da bin Hallo. Ich. Ja, Fatma, wenn ihr irgendwas braucht zum Knappern oder irgendwelche Getränke, sag einfach Bescheid. Es ist ja nicht weit, ich bring's dann rüber. Tolles Angebot. Wir ja. kommen gerne darauf zurück. Danke dir. Alles klar. Darauf könnt ihr euch verlassen, so wie Sie sich darauf verlassen können, dass die Herzenssache eine gute Sache ist. Und genauso wie ich mich auf Ihren Musikgeschmack verlassen kann, denn die nächste Musik gefällt Ihnen hundertprozentig. Aus meinem Heimatland Österreich, aus der Steiermark, aus Südsteiermark, dort sind die Burschen, Sie wissen, dort ist Slowenien gleich nebenan und da wächst man mit Oberkrainer Musik auf. Die Burschen, die jetzt hier auf der Bühne stehen, bei uns im Schlagerspaß, sind alle Anfang 20 und in nicht allzu langer Zeit feiern sie ihr 20-jähriges zusammen sein. Das geht nur in der Steiermark. Die Lieder, die Sie hören, die kennen Sie alle. Hier ist die Oberkrainer Power. Wir bringen für euch allein Musik aus Oberkrain. Thank you.
Oberkleiner Power aus der schönen Steiermark. Diese Musik macht einen einfach fröhlich. Diese Musik möchte ich sagen, macht einen direkt spendabler. Und wenn ich das sage an dieser Stelle, dann darf ich Ihnen sagen, dass es seit 21 Jahren die Herzenssache gibt. Die Kinderhilfsaktion, gemeinsam von drei großen Partnern, vom Südwestrundfunk, vom Saarländischen Rundfunk, gemeinsam mit der Sparda-Bank. Wir werden Ihnen heute noch einige Gäste vorstellen, die mit der Herzenssache zu tun haben. Und um Ihnen zu zeigen, wo Ihre Gelder hingehen, damit Kindern in Not geholfen wird, damit es Ihnen einfach ein bisschen besser geht, damit Sie ein bisschen eine Freude haben am Leben. Weil die Kinder sind diejenigen, die da, also brauchen wir nicht reden. Und wenn Sie, ich kenne diese Ausreden, wenn Sie sagen, aber ich könnte doch nur 5 Euro spenden, das kann ich, das ist so wenig. Das ist, jede kleinste Spende hilft. Sie werden, jetzt, nur als Rechenbeispiel, stellen Sie sich einmal vor, 100 Leute spenden nur 1 Euro. Wenn das dann insgesamt sind, das weit über 90 Euro. Schon alleine das, würde ich sagen, ist eine Spende wert. Und wir haben einen kleinen Überblick zusammengestellt, damit Sie sehen, wo letztes Jahr Ihre Spenden hingegangen sind. Hartmut Engler hat ein tolles Musikvideo gemacht und beachten Sie bitte diese fantastischen, glücklichen Kinderaugen dank Ihrer Spende. Ja, vieles ist in Ordnung, aber alles eben nicht. Es gibt die auf der Sonnenseite, doch auch die im Schatten frieren, die brauchen unser Licht. Lasst uns hinsehen und verändern, jedes Pech braucht auch sein Glück. Hilf mir, ich helf dir, denn helfen tut uns gut. Hilf mir, ich helf dir, das ist eine Herzenssache, Herzenssache. Gibt's was Schöneres als glückliche Kinder? Ich sehe schon, Sie schauen da oben hin. Ja, bitte gerne. Tun Sie das, woran Sie gerade gedacht haben. Und schauen Sie bitte, wer heute unter unseren Gästen ist. Meine Damen und Herren, Semino Rossi. Einen wunderschönen guten Abend. Dankeschön, Andi, danke. Freue mich, bei dir zu sein. Ich freue mich nicht nur für unsere Zuschauer, sondern auch für mich, weil wir uns mögen, wir immer wieder miteinander singen. Und auch dieses Mal hast du gesagt, wenn du möchtest, dann... Ja, gerne. Immer mit dir gerne. Und du weißt, warum wir dieses Lied singen? Unsere Zuschauer haben es sich gewünscht. Ja. Es heißt, der Wunsch von ihnen war, Gitarren klingen leise durch die Nacht. Wie heißt das auf... In Spanisch heißt es Guitarras de Nostalgias. Das ist viel schöner. Ja. Ich habe auch einen Satz auf Spanisch gelernt. Ich singe einen Satz auf Spanisch, du singst den Rest. Und wer singt Deutsch? Egal. 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 Gitarre klingen leise durch die Nacht. Gitarre sie singen, bis der neue Tag dir lacht. Gitarren der Liebe. Sonn ist es uns,
todas las rosas se abren frente a tu ventana y tu sonrisa brilla mucho más que ayer. In meinen Träumen will ich singen, hab mich gerne, du Allerschönste auf der Welt. Na da da di da da da. Na da da di da 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 da. Anuncia que habrá nuevo amanecer. Dich auch. Hast du so schön gesungen. Dankeschön. Sehr schön. Wir haben, weiß Gott, schon viele Duette gemeinsam gesungen. Genau so, ja. Ob im Musikantenstadl, bei jeder Sendung haben wir fast ein Lied gemeinsam. Und wenn man hier steht, neben diesem Mann, ist man jedes Mal aufs Neue fasziniert von dieser Stimme, oder nicht? Das ist doch, das ist unglaublich. Danke. Ich freue mich. Freue mich auch. Als du gehört hast, dass es nicht ein normaler Schlagerspaß ist und du erfahren hast, dass es die Möglichkeit gibt, zu telefonieren, zu helfen, hast du sofort Ja gesagt? Auf jeden Fall. Ich glaube, helfen zu können, ist die schönste Sache, was es gibt. Und noch dazu, wenn Kinder dabei sind. Und deswegen bin ich hier gerne und ich habe sofort Ja gesagt. Nicht nur zum Singen, sondern Semino hat gesagt, wenn es die Möglichkeit gibt zum Telefonieren. Hast du das schon mal gemacht? Ich habe einmal gemacht, aber ich habe jemanden, das mir geholfen habe, weil ich habe nicht alles verstanden, die Straße oder die Name. Ja. Mir geht es genauso, ich höre ja schlecht, aber bei dir kommt ja noch dazu, dass eigentlich Spanisch... Das klingt Spanisch mir vor, ja. Ja. Das ist meine Spanischsprache. Und der Semino hat noch etwas zu mir gesagt. Er hat zu mir gesagt, da haben wir überhaupt gar nicht dran gedacht. Er hat gesagt, stell dir vor, es ruft jemand an, möchte etwas spenden, der nur Spanisch spricht. Wer soll denn da dran gehen ans Telefon? Ja. Da hast du vollkommen recht gehabt. Das stimmt schon, ja. Gut, dass du dran gedacht hast. Dankeschön. Semino Rossi. Vielen Dank. Dankeschön. Darf ich dich rüber bitten zum Telefonstübel? Semino Rossi. Semino. Vergiss nicht bei der ganzen Plauderei auch nach einer Spende zu fragen. Alles klar. Alles klar. Perfekt. Ja, gut. Das ist doch natürlich noch einmal ein Grund mehr, hier diese schöne Nummer anzurufen. Da plaudern Sie einfach mit dem Semino über den letzten Argentinien-Urlaub oder so. Er wird Sie dann freundlich entgegennehmen. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt eine Band hier, die haben wir zufällig, wirklich zufällig kennengelernt bei einem Live-Auftritt. Und dann ist uns irgendetwas Spanisch vorgekommen. Wir haben uns gedacht, also die Burschen sind ja total jung. Also das ist fast untertrieben. Die haben sich mit 15 Jahren zusammengetan. Und das ist noch gar nicht lange her. Und die haben Musik gespielt aus unserer Jugendzeit. Zum Beispiel, heute haben sie ein Medley mitgebracht aus den 50er Jahren. Gespielt von Burschen, die alle miteinander nicht so alt sind, wie ich ausschaue. Meine Damen und Herren, heißen wir Sie herzlich willkommen in der Musikszene beim Schlagerspaß. Die Bonitones! Everybody, let's rock.
Das freut mich, das freut mich, das freut mich jetzt. Weil jetzt kommt gleich noch ein Applaus, wenn ich das sage, und das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Die Burschen haben in diesem Augenblick ihren allerersten Fernsehauftritt. Die Bonitones im Schlagerschau. Ich bin begeistert. Super. Meine Damen und Herren, ihr bleibt natürlich da, wir hören ja noch einiges. Meine Damen und Herren, die Herzenssache besteht aus drei großen Partnern. Einer davon ist die Sparda Bank. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich den Vorstandschef
Martin Hettich. Er ist Vorstandschef der Sparda Bank in Baden-Württemberg. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich. Ich habe Sie gerade beobachtet von da hinten. Ich glaube, Sie wären am liebsten aufgesprungen, hätten sich die Frau Dr. Schellberg geschnappt und hätten hier getanzt. Ist das Ihre Musik? Das ist meine Musik, aber ich glaube nicht, dass die Frau Dr. Schellberg viel Spaß mit mir gehabt hätte. Ich bin wirklich ein guter Tänzer, aber Rock'n'Roll ist nicht meine Sache und für Salsa hat es auch nicht gereicht. Aber man hat ja vielleicht noch Ziele im Leben. Außerdem ist das die Musik lange, bevor Sie auf die Welt gekommen sind. Also das kennen Sie das ja stimmt. Nur vom Erzählen. Ja, das stimmt. Ich freue mich, dass Sie da sind. Wir alle wissen, dass die Sparda Bank sich engagiert im Sport, in der Musik, seit vielen Jahren jetzt natürlich auch für die Herzenssache. Das hat irgendwann begonnen. Wie kam es dazu? Naja, wir waren mit die Gründer, die Sparda Bank aus dem Saarland, aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, mit dem SWR gemeinsam. Da kamen drei tolle Organisationen zusammen und die haben gesagt, naja, in unserer Region, da gibt es auch Projekte, die vielleicht sonst nicht realisiert werden können. Und dann haben wir gesagt, wer Gutes tun will, der sollte zusammenstehen. Und zusammen geht es einfach ganz gut und ganz klasse. Es geht nur miteinander. Es geht nur miteinander. Gesungen. Miteinander, ja. Und was das Schöne an eurer Sache ist, es ist eine große Sache und trotzdem ist sie regional. Weil wenn die großen Spendenaktionen immer weltweit sind, da geht halt auf dem Weg, weißt du, wenn man Tasche voll mit Wasser hat und dann ist, bis man ankommt, ist die Hälfte weg. Ja, uns ist ganz wichtig, dass es natürlich in den Regionen ankommt und dass genau. Auch wirklich jeder Euro ankommt. Deswegen sind wir dann im Vorstand ehrenamtlich unterwegs und wir sorgen dafür, dass die Organisationsstrukturen da sind. Die zwei Sparda-Banken und der SWR sorgen für die Organisation. Strukturen, denn es ist ganz wichtig, dass die Euros dann auch wirklich ankommen in den Projekten, in unseren Ländern und in unseren Regionen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Da können die Menschen sich drauf verlassen, dass es so ist. Woran man überhaupt nicht denkt? Woran wir als Spender, sage ich jetzt einmal, gar nicht denkt, ihr müsst ja auch die Projekte aussuchen. Es bewerben sich bei euch Institutionen oder Menschen, die sagen, wir brauchen dringend Hilfe, aber ihr guckt euch das vorher an. Das muss man auch erstmal machen. Ja, wir haben ein ganz tolles Team in der Herzenssache, die sich alle Projekte anschauen und auch nachgucken, dass es dann auch, Stichwort heißt so Nachhaltigkeit ist, ja. Ne? Dass es umgesetzt wird, dass es nachhaltig ist. Und wir haben schon vieles aus der Taufe gehoben, das wäre nie möglich gewesen und über viele Jahre dann auch immer wieder nochmal unterstützt. Und da sind wirklich ganz, ganz tolle Projekte dabei, die den Kindern und Jugendlichen in den Ländern helfen. Wir werden heute noch einige solche Szenen sehen. Nicht zuletzt von unseren beiden jungen Menschen da hinten. Sie wollten ja, das weiß ich aus Ihrer Biografie, ursprünglich Landschaftsgärtner werden, sind dann in der Finanzwelt gelandet, aber dieses große Herz für Kinder haben Sie sich bewahrt. Ja, absolut. Also es ist ganz wichtig. Also wir leben ja in einer wirklich tollen Region. Wir sind ja privilegiert in der Welt, in der wir leben. Absolut. Und etwas zurückzugeben, das macht mich dann auch stolz. Und meine Kolleginnen und Kollegen, die helfen da mit. Und letztlich ist es so, dass wir dadurch auch das Leben für die Kinder in Baden-Württemberg, im Saarland und im Rheinland-Pfalz besser machen. Und darauf kommt es an. Es ist ja die Frage zu beantworten, was können wir zurückgeben? Ja. Und wir wollen als Unternehmen was zurückgeben, dass es den Kindern gut geht. Und Sie sind ja... Sie sind ja nicht so ein Direktor, der nur am Schreibtisch sitzt und Unterlagen unterschreibt. Sie gehen ja raus zu den Hilfsprojekten, zu den Menschen, denen Sie helfen möchten, denen Sie geholfen haben. Sie haben einen Film mitgebracht, mit Ihnen in der Hauptrolle. Ja, mit mir und mit Hartmut Engler, unserem Schirmherrn. Mit dem Schirmherrn. Genau, wir haben uns ein Projekt in Freiburg angeschaut. Ja. Da gibt es den Förderverein für krebskranke Kinder dort. Mhm. Und dort wird jetzt ein neues Angehörigenhaus gebaut, neben der neuen Kinderklinik. Mhm. Denn es ist ganz wichtig, wenn aus der Familie ein Kind eine ganz schlimme Diagnose hat, dass die Familie zusammengehalten werden kann. Und das Angehörigenhaus sorgt dafür, dass die Geschwisterkinder und die Eltern ganz nah dabei sein können, auch in ganz kritischen Situationen auf den Krankenstationen, Intensivstationen. Und wir sorgen dann dort durch die Spielstube, die wir dort finanzieren, ja. für 500.000 Euro dafür, dass die Geschwisterkinder versorgt sind. Und das sind wirklich vom Baby bis zum Jugendlichen. Dass sie durch ganz die Krankheit wichtig. Nicht auseinanderkommen, ja. sondern zusammen. Ja. Also die ja. Kraft. Wir schauen uns das jetzt einfach einmal an. Genau. Schauen Sie sich das an. War 2017 im September, hatte mir die Diagnose gekriegt von unserer kleinen Tochter, von der Lotta.
dass ihr Leukämie habt und sind dann hier in der Kinderklinik aufgenommen worden. Und uns war dann auch ein Zimmer angeboten im Elternhaus gerade nebendran. Und für Geschwisterkinder die Geschwisterspielstube hier. Die Luise war tagsüber in der Geschwisterspielstube, kommt abends gut gelaunt auf Station und bringt diese gute Laune mit zur kranken Schwester. Das hat man gemerkt, wie die Laune dann auch unter der Chemo und sonstige Medikamente bei der Lotta einfach um Welte nach oben ging, wenn die Luise mit ihrem Strahlen ins Zimmer kam, weil sie einfach einen guten Tag hatte. Für das Geschwisterkind ist das so enorm wichtig und für uns Eltern auch, weil wir uns zu zweit noch besser sein können ums kranke Kind. Hallo! Hallo, hier regnet's. Darf ich zu euch rein? Ja! Haben das so immer gemacht hier in der Spielstube? Gespielt, was man hier halt so macht. Was man hier so macht? Echt? Wir haben Playmobil Krankenhaus gespielt. Also hier werden einfach alle Situationen nachgespielt, was man so tagtäglich erlebt. Dann kann man das ja auch besser verarbeiten. Ja, ne? Genau. Dann kann man es loslassen und dann ist es vielleicht nachts im Traum nicht so genau. Präsent. Ja, ja. Was es ja mit Sicherheit wäre. Ja. Und darum geht es hier, einfach einen Raum zu schaffen, wo man Situationen nachspielen kann, wo man einfach sein kann und Zeit hat und vieles vielleicht verarbeiten kann. Mhm. Das komplette Team von der Hauswirtschaft, vom Empfang, so freundlich und herzlich und die Pädagoginnen hier in der Geschwisterspielstube, was die abfangen, unbeschreiblich und kann man nur begreifen, wenn man wirklich auch in dieser Situation war. Das Besondere ist einfach, dass die Eltern und auch die Geschwisterkinder hier gut betreut direkt in der Nachbarschaft unterkommen können und sich permanent dann um den kranken Familienteil sozusagen kümmern können. Und das scheint sich also richtig, richtig in Gesundheit auszuzahlen und das macht Sinn aus meiner Sicht. Genauso hat es der Herr Hettich beschrieben. Und das ist nur ein Projekt von ganz, ganz vielen. Wo die Liebe wohnt, so heißt der nächste Titel, den wir gleich hören. So könnte man natürlich auch die Herzenssache umschreiben. Wo die Liebe wohnt, ist der Titel, den unsere beiden hier an der Bar jetzt präsentieren. Ein Titel von Semino Rossi, der könnte jedes Wort mitsingen. Und er wird drüben telefonieren und wird wahrscheinlich sagen, ach, die singen das aber auch schön. Ich gebe ihm recht. Wo die Liebe wohnt, Vincent Gross und Emilia Wellrock. Emilia Wellrock und Vincent Gross. Ein schönes Pärchen. Man ist sich nicht sicher, ob die nur beruflich miteinander singen oder auch privat miteinander singen. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass der Vincent jetzt drüber geht und den Semino ablöst. Da kannst du ihn gleich fragen, wie ihm eure Version gefallen hat. Sehr Dankeschön gerne, euch beiden. Mit diesem Applaus sagen wir Dankeschön. Bis später. Vielen Dank. Meine Frau hat gerade hinter der Bühne zu mir gesagt, mit einem ganz traurigen, neidischen Blick hat sie gesagt, siehst du, die da drüben, die telefonieren ohne Unterbrechung, stundenlang, da sagst du nichts. Nein, dazu sage ich nichts, weil wenn ich was sagen würde, dann würde ich sagen, der Unterschied ist, da drüben kommt Geld rein. Egal. Meine Damen und Herren, wir schalten noch einmal rüber. Ich möchte die Fatma fragen, ob das wirklich so ist. Ich habe gerade gehört, Fatma, dass wir fast zusammenbrechen. Es rufen so viele Menschen an, wofür ich ganz, ganz lieben Dank sage. Also wenn es ein bisschen länger dauert, dann haben Sie Geduld. Sie kommen gleich durch. Ist das so, Fatma? Sag du. Es ist so. Unsere Prominenten sind die ganze Zeit am Telefonieren, jetzt schon seit über 40 Minuten. Und stellen Sie sich vor, sehr geehrte Damen und Herren, Sie rufen diese oben eingeblendete Nummer ein und Semino Rossi geht dran. Also er legt sich voll ins Zeug. Er ist die ganze Zeit am Telefonieren. Ich sag gracias, Senor. Dankeschön für den Einsatz. Ja, und ich gehe mal durch. Unser Weltmeister Guido Buchwald macht kurz eine Pause, sehe ich gerade. Aber da wird sicherlich auch noch das Telefon klingeln. Bei Max König klingelt es gerade. Ganz kurz, Moment, den schnappe ich mir. Sie kennen ihn als Zuschauer. Da muss einer kurz warten, oder Max König? 1850 ermittelst du als Polizist im ersten WAPO Bodensee. Heute jetzt bei uns am Telefon.
Telefonierst du gerne, sag mal? Für diese Sache ja. Prinzipiell bin ich nicht so der Telefonierer, aber heute ist das schon sehr, sehr schön, diese Spenden anzunehmen. Sag mir mal den größten Wert, den du hier hast. Ich sehe es schon. Erzähl uns ein bisschen was dazu. Ja, ich habe wirklich alles dabei. Ja? Von 10 Euro über 50 Euro, über 100 Euro, aber auch die 1000 Euro sind dabei gewesen. Wow, schon. Das ist was, oder? Applaus auf jeden Fall dafür. Ja. Vielen herzlichen Dank für deinen Einsatz. Ja, Sie sehen es, die ehemalige Speerwerferin und Weltmeisterin Christina Obergeföll ist da, zweifache Mama. Und sie hat mir schon gesagt, dass zumindest eins ihrer Kinder am Fernseher sitzt und der Mama dabei zuschaut. Und sie ist auch die ganze Zeit am Telefon. Einmal winken vielleicht noch für die Kinder. Ja, sehr schön. Ja, wir haben hier Spaß, Andi, kann ich dir sagen. Es wird nicht nur telefoniert. Jedes Mal, wenn gesungen wird, wird hier auch getanzt. So, dann gucken wir mal. Unser Weltmeister ist wieder am Telefonieren. Jana, du machst eine kurze Pause gerade, sehe ich. Aber es geht wahrscheinlich gleich weiter. Was war der höchste Wert, den du jetzt eingesammelt hast? Also tatsächlich, finde ich, geht es gar nicht um den höchsten Wert, sondern darum, was es den Menschen bedeutet. Also ich habe zum Beispiel einen Anruf aus Waldshut-Tingen bekommen von der Irmi. Die hat 10 Euro gespendet und gesagt, eigentlich tut mir jeder Cent weh. Aber diese 10 Euro, die tun mir richtig gut. So soll das sein. Ganz viel Liebe für Irmi. Also unsere Promis sitzen hier und telefonieren für die gute Sache, für die Kinder. Klasse. Und ihr habt immer noch nichts zu knabbern und zu trinken? Habt ihr alles da? Du, ich habe gehört, bei uns wird ja gleich der Vincent vorbeikommen. Vielleicht bringt der uns was zum Knabbern mit. Also ich habe ihm auf jeden Fall ganz viel mitgegeben. Also wenn der nichts hat, dann kriegt er aber Ärger. Super, ich gebe Bescheid an dir. Danke dir. Bis gleich. Und ich freue mich jetzt so sehr, weil ich mit meinem Freund Stefan Mross gleich für Sie singen werde. Und wie wir wissen, feiern sogar drüben, wenn wir singen. Ja, einen wunderschönen guten Abend erstmal zu Ihnen zu Hause. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nicht ZuschauerInnen, weil wir sagen nur Zuschauer und Zuschauerinnen. Ja, mir schon. Wir singen ja sogar. Ich freue mich so, dass das wieder geklappt hat, dass ich jetzt im Moment gar nicht weiß, was wir singen. Warte mal, haben wir schon ein paar Mal gesungen bei Immer wieder sonntags? Rex Kildo. Stimmt, das singen wir doch schon so lang, so viele Jahre. Das haben wir schon so oft gesungen, dass die Leute zu Hause sagen, das haben sie aber schon oft gesungen. Ein Medley der größten Hits von Rex Gildo. Du fängst an. Du fängst an. Ich fang an. Du. Okay, ich fang an. Ruh, so strahlt die letzte Sonne, der Abend hat begonnen. Du gehst an mir vorbei, bye, bye. Und mein Herz fängt an zu schlagen, ich wage es nicht zu fragen, bist du halt für mich frei? Doch beim Tanz in der Taverne, im goldenen Licht der Sterne, da seh ich dich ein zweites Mal. Und wir haben uns gefunden, zu schnell vergehen die Stunden auf diesem Sommerball. Marie, der letzte Tanz ist nun. Das Ende ganz nah und wir haben's doch geschafft. Irgendwo war immer ein Weg, um weiterzugehen. Wir zwei teilen Sorgen und Streit bis zur Grenze unserer Kraft. Manchmal glaub ich, konntest du mich nicht mehr verstehen. Meistens hast du Lächeln verziehen und nur einmal gingst du fort. Ich weiß, was es heißt, ohne dich zu sein. Du, wenn ich je deine Liebe verliere, dann bleibt nur noch die Trauer in mir und der Rest geht mit dir. Wenn ich je deine Liebe verliere, dann stirbt auch mein Vertrauen zu dir. Das darf niemals geschehen.
der Keller um Mitternacht im Hafen, wo sich die Fische von Rhodos beim Sirtaki trafen. Der Fang war gut und voll waren ihre Taschen. Drum gab's ein Fest und da lachten alle ein Mädchen an. Komm, Melina, sing mit mir allein. Schöner kann's mit keinem anderen sein. Sie gab mir ihre Hand und sagte ja. Es war der letzte Sirtaki, zwei Menschen, die verstanden sich beim letzten Sirtaki, und alle stimmten ein, das muss das Glück fürs Leben sein. Heute geb ich zum Abschied für alle ein Fest. Fiesta, Fiesta Mexicana, es gibt viel Tequila, der glücklich sein lässt. Alle Freunde, sie sind hier, feiern noch einmal mit mir. Wir machen Fiesta, Fiesta Mexicana, weil ihr dann den Alltag, die Sorgen schnell vergesst. Adio, ja, du bist hier, darum bin ich bald wieder da. Hossa, 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 ole! Tascha, ja, Tascha, ja! Vielen Dank, danke! Vielen herzlichen Dank! Schau mal, unser mexikanischer Instrumentenwichter, ja, der mexikanische Schwab. Ja, Hossa, genau. Hossa, sage ich. Vielen Dank. Komm, Stefan, ich bring dich halbwegs wieder nach Hause. Ich bring dich auch dorthin. Nein, ich bin verabredet mit drei jungen Damen. Du gehst an den Kindertisch. Ja. Ich gehe zu der Erwachsenen. So kann man es auch sagen. Ja, genau. Das ist genau meine Höhe. Ich begrüße euch mit diesem Applaus. Servus und guten Abend an die Jasmin, die Viola und die Lia. Habt ihr gerade gehört, was ich gemacht habe mit Stefan? Fiesta Mexicana? Ja. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich weiß, dass ihr drei Zwillinge seid. Oder wie war das? Also, wir beide sind Zwillinge. Ihr beide seid Zwillinge? Nein, ihr beide seid Zwillinge? Nein. Ihr beide seid Zwillinge? Ja, okay. Freunde. Okay. Und ihr seid die Jasmin und die Viola. Und du bist die Lia. Ja. Lia, wie heißt du denn? Lia. Okay. Das war nur Spaß. Wo seid ihr denn genau hier? Ich habe gesagt, Rheinland-Pfalz. Wo genau seid ihr denn zu Hause? In Kreuzheim. Oh, und ihr seid drei Freundinnen, oder? Ja. Und das ist wohl eine Mama und ein Papa? Ja. Okay, guten Abend auch euch beiden. Es ging. Ihr habt eine wunderschöne Geschichte für uns mitgebracht. Es ging los, als dieses schreckliche Hochwasser, diese Katastrophe stattfand. Davon habt ihr gehört und ihr habt irgendwas unternommen mit euren Spielsachen. Was war da? Wir haben Spielsachen verkauft, auch Sachen, die wir nicht mehr brauchten, wie CDs, okay. Schmuck. Dann haben wir zwei sind am Stand geblieben. Wir waren am Hugo-Brand-Platz, da kommen
An welchem Stand? Wart ihr beim Flohmarkt oder was? Nein, wir haben einen eigenen Bushaltestelle. Eine, gescheit, ne? Wo viele Menschen umeinander gingen. Da habt ihr eure Spielsachen aufgebaut und habt dann die verkaufen wollen, oder? Ja. Okay. Und du wolltest sagen, zwei davon? Zwei sind am Stand geblieben und zwei sind rumgefahren. Stimmt, ihr wart zu viert? Ja. Da war noch die... Sydney. Die Sydney war dabei. An der Stelle grüßen wir recht herzlich. Schauen Sie, das sind die vier. Das sind die vier. Wir grüßen die Sydney, die heute nicht hier bei uns sein kann. Und das heißt ja, zwei von euch waren an dem Stand, wo die Spielsachen waren, und die anderen beiden sind von Tür zu Tür gegangen? Ja, genau. Wir haben gefragt, ob die fürs Hochwasser, also für die Menschen im Hochwassergebiet spenden wollen. Und das hat dann noch geklappt. Aber wenn ihr da an die Tür geklopft habt, dann machen doch die Leute auf und sagen dann, was macht ihr an meiner Tür? Geht sofort nach Hause! Nein. Oder waren die freundlich zu euch? Freundlich. Alle? Ja. Okay, wenn man das, wäre ich auch freundlich. Ganz anders, wenn ich vor der Tür gestanden wäre. Jetzt habt ihr wahrscheinlich überhaupt keine Spielsachen mehr. Ihr habt alles verkauft. Wir haben noch sehr viele. Wir hatten vorher noch mehr. Wirklich? Ja. Ja, aber wie viele Spielsachen sind denn, seid ihr denn losgeworden? Wie viel haben die denn gekauft von den Spielsachen? Also das meiste haben sie nicht von Spielsachen gekauft. Sie haben auch manchmal einfach nur Geld dazu gegeben. Weil wir haben auch so ein Schild aufgestellt, wir spenden Geld für die Menschen im Hochwasser. Ihr habt ein Schild aufgestellt. Ich habe da so einen Umschlag gesehen, wo das drauf stand. Ich glaube, den sehen wir auch da hier. Für die Menschen im Hochwasser habt ihr geschrieben. Und das heißt, einige haben überhaupt nichts genommen von euch, keine Spielsachen, und haben trotzdem Geld gegeben. Ja. Und darf ich denn fragen, wie viel habt ihr denn verdient? Also, wir hatten 101 Euro. Und dann wollten noch Mama und Papa 100 Euro dazu und Lias Eltern auch. Und dann hatten wir 303 Euro zusammen. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ihr habt natürlich das vorher mit den Eltern abgesprochen, sie gefragt, ob... Nein, wir haben das, also wir haben uns getroffen und dann kamen wir nach Hause und sagten, Mama und Papa, wir haben jetzt Geld, wollen jetzt Geld spenden. Nachdem ihr die ganze Aktion gestartet habt? Ja. Ich hab sogar gehört, das hat die Eltern so gefreut, dass jemanden sofort die Tränen ins Auge. Ihr habt das so formuliert. Eine Mama hat gleich geheult. Tatjana, wir sagen jetzt nicht, wer das war. Nein, sagen wir nicht. Aber ich muss euch was sagen. Eure Eltern können stolz auf sich sein, weil sie euch so erzogen haben. Und sie können stolz auf euch sein. Über 300 Euro und die sind erst 8 Jahre alt. Bitte. Nein. Was denn? 9 Jahre. Um Gottes Willen. Wir sprechen uns in 20 Jahren wieder, dann macht ihr genau das Umgekehrte. Ich freue mich, dass ihr da seid, wirklich. Schön, dass ihr da seid. Und ich kann nur Danke sagen im Namen der anderen Kinder, denen ihr damit geholfen habt. Das war eine super Idee. Und darf ich noch eine Frage stellen? Was habt ihr denn sonst noch alles gemacht, was die Eltern nicht wissen? Nein, das ist nicht wahr. Ihr könnt doch jetzt nicht antworten, wenn wir da im Fernsehen sind. Könnt ihr Skilaufen? Nein. Ich auch nicht. Aber ich möchte es gern lernen. Und wisst ihr, wie man das lernen kann? Erst einmal ohne Ski, ohne Schnee, einfach vom Skifahren singen. So haben auch unsere Obergreiner Bauern. Die Burschen haben so Skifahren gelernt. Die spielen jetzt von Wolfgang Ambros genau dieses Lied. In die Eins, sage ich Ihnen, hier sind die Obergreiner Bauern. Freitag auf Nacht montier ich die Ski auf mein Auto und dann begib ich mich ins Stubaitor oder noch Zell am See, weil dort auf die Berge hab's immer an leibendem Schnee. Ski, 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 ski
davon ist das Leibendste, muss man sie nur verstehen. Aus der Steiermark, Oberkreinerbauer. Klasse, schön, dass ihr da seid. Meine Damen und Herren, ich begrüße jetzt einen Gast, eine Sängerin, eine Kollegin, die kommt aus Norwegen extra zu uns hierher nach Baden-Baden. Und die hat ganz bestimmt gerade zugehört, als ich mit den Mädchen geplaudert habe. Denn als sie 10 Jahre alt war, da hat sie auch was ganz Besonderes geleistet. Sie hat gesungen. Aber nicht mit irgendjemandem, sondern mit unserem Roy Black. So sah die Schallplatte aus und so sieht sie immer noch aus. Und so klingt das Lied, das kennen Sie. Schön ist es auf der Welt zu sein, wenn die Sonne scheint, die groß und klein. Schön, oder? Und ich begrüße die Originalinterpretin bei uns im Schlagerspaß. Ich sag, küss die Hand, Anita Hegerland. Oh, servus, vielen Anita. Dank. Servus. 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 Es freut mich, hier zu sein. Ich freue mich sehr. Ein bisschen kennengelernt haben wir uns ja schon, als wir beim Stefan diese Videoschalte haben. Genau. Haben wir uns schon kennengelernt? Das war schön. Mittlerweile weiß ich, dass du, bevor du dieses Lied mit dem Roy Black gesungen hast, hast du ja in deiner Heimat in Norwegen schon... Ja, das stimmt. Ich da warst habe du schon bekannt. Mit 8 Jahren angefangen und dann hatte ich ganz sehr viel Erfolg in die ganze Skandinavien gehabt. Hatte über 1 Million Platten verkauft und dann kam ich nach Deutschland. Und dann haben die Deutsche Grammophon gesagt, wir sollen Anita und Roy zusammen machen. Aber du konntest doch nicht Deutsch, oder? Nein, ich konnte keine Deutsch. Und wenn ich Roy begegnete, ja? Dann hat er mit mir nur auf Englisch gesprochen. Okay. Und dann haben wir einen Film in Österreich gedreht. Zusammen. Und dann habe ich so schnell Deutsch gelernt. In Österreich hast du ganz schnell Deutsch gelernt. Genau. Meine Damen und Herren, ich stehe kurz auf und sage, sehen Sie, kommen Sie zu uns nach Österreich, lernen Sie Deutsch. Genau. Der Dativ ist dem Genitiv sein Ton. Gut, dieses Buch wäre nie geschrieben worden, wenn es uns Österreicher nicht gegeben hätte. Das hast du ganz lieb gesagt. Danke. Du hast Filme mit ihm gedreht, du hast Auftritte gehabt mit ihm, Fernsehauftritte. Ja. Wie war er denn so, der Roy Black? Er war so ein fantastischer Mensch und er war immer so nett. Er hatte immer Zeit für Leute. Wir haben so viel Spaß zusammen gehabt. Und du hast das Charme von Roy und hat dasselbe Herz für die Menschen wie er. Oh, das kann das ich nur Dankeschön sagen. Danke, danke, danke. Ja. Ich durfte ihn ja auch kennenlernen und es war genauso, wie du sagst. Er war nicht zu einzelnen Personen freundlich. Jedes Wesen, das ihm begegnet ist, hat er erst mal geliebt und dann geguckt, ob das auch ich habe ihn nie böse gesehen. Ja. Mhm. Ja, du müsstest nur mit mir frühstücken, dann würdest du sehen, dass ich ganz anders sein kann. Ich habe den Morgenmuffel erfunden. Okay. Er war so lieb, dass ihm diese Zusammenarbeit mit dir so gut gefallen hat. Er wollte dir ein Geschenk machen, eben mit der Biene und mit dem Stachelschwein. Das stimmt. Für meinen 10. Geburtstag, ja? Dann hatte die Deutsche Grammophon für mich diese goldene Armband gekauft. Ja? Und Roy hat gesagt, ich will auch ein Charme für Anita kaufen. Ja? Und ich muss ein Stachelschwein für sie kaufen. Aber er hat überall gesucht und er hat nicht ein Stachelschwein gefunden. Das glaube ich. Und dann hat er diese Schildkröte gefunden. Also wenn ich jetzt so hier sitze, ohne Lesebrille, das geht durch als Stachelschwein. Genau. Ja, ja, ja. Die Geste zählt, oder? Ja, Geste und das ist zählt. So eine schöne... Dass du das immer noch hast. Das habe ich immer noch. Und hier habe ich, schön ist es, auf der Welt zu sein. Jetzt haben wir den Titel so oft besprochen, geredet davon. Also ich glaube, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und unsere Gäste hier und selbst ich würde das Lied jetzt gerne hören. Das schön ist es auch.
Mach dich gerne. Würde es dir was ausmachen, wenn ich den Part vom Roy übernehme? Oh ja, gerne. Fantastisch. Okay, dann komm her. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hören Sie jetzt das Lied Schön ist es, auf der Welt zu sein mit Anita und ihrem Stachelschwein. Das Beste am ganzen Tag, das sind die Pausen. Das war schon immer in der Schule so. Das Schönste im ganzen Jahr, das sind die Ferien. Dann ist sogar auch unsere Lehre froh. Da kann man endlich tun und lassen, was man selber will. Dann sind wir frei und keiner sagt mehr, du sei still. Das Schönste im Leben ist die Freiheit. Denn dann sagen wir, hurra! Schön ist es, auf der Welt zu sein, wenn die Sonne scheint für groß und klein. Du kannst atmen, du kannst gehen, dich an allem freuen und alles sehen. Schön ist es, auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein. Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Ich liebe den dunklen Wald, Berge und Seen. Und ich schwärme für ein Eis am Stiel. Ich möchte mit den Wolken ziehen. Immer kleiner und die Wünsche, die sind groß. Warum, oh schau, wie schön ist auch ein Frosch im Moos. Das Schönste im Leben ist die Freiheit, denn dann sagen wir, hurra! Schön ist es, auf der Welt zu sein, wenn die Sonne scheint für groß und klein. Du kannst atmen, du kannst gehen, dich an allem freuen und alles sehen. Schön ist es, auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein. Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank, ich auch. Das hat sehr schön, wirklich. Eine Premiere. Wunderschön. Sei froh, dass du eine Schildkröte bekommen hast und nicht so ein Stachelschwein. Da wird der Arm immer so rot. Dann hoffentlich will ich lange leben. Ja, das bringt auf jeden Fall Glück. Guck mal, was ich mir hier hingelegt habe. Oh, erinnerst du dich? Ja, das erinnere ich. Das ist von Schweden. Dann war ich 9 Jahre alt. Und das war ein großer Erfolg in Schweden und in Finnland. In die ganze Skandinavia. Darüber haben wir vorher gesprochen, oder? Das ist das. Ja, das ist es. La Golondrina. Kennen Sie 100... Kennen Sie nicht? Doch. Doch. Das kennen Sie hundertprozentig. Ja. Das hat Heinzchen gesungen. Hat Heinzchen gesungen, ja. In Deutschland. Ich möchte jetzt mit unseren Zuschauern nicht diskutieren, weil ich bin davon überzeugt, dass sie das kennen. Du könntest mir helfen, wenn du das jetzt singen würdest. Ja, gerne. Okay, ja. Meine Damen und Herren, La Golondrina, wie heißt das in deiner Sprache? Auf Schwedisch heißt es mit Sommerlov. Mit Sommerlov. Ja. Das will ich noch lieber hören als La Golondrina. Thank you.
jätteskönt mitt sommarlov ska bli. Då är man ledig hela långa dagen. Och alla människor vill ut på landet. Och nästan ingen vill vara kvar i stan. Jätteskönt mitt sommarlov ska bli med bad och sol och jordgubbar och glass. Tänk när man springer barfota i gräset och humlor surrar kring i solens skall. Anita Hegerland beim Schlagerspaß. Haben Sie es? Du sollst nicht weinen, wenn... Na, habe ich doch gewusst, dass Sie das kannten. Ich würde jetzt gern wieder rüberschauen zu uns in unseren Telefonpanel, wo alle telefonieren. Fatma, ich würde gern... Weißt du, was wir machen? Ganz was anderes. Wir kommen einfach rüber zu dir in unser Telefonstüberl. Oh, warte einen Augenblick, ich bin gleich da. Renn rüber und so lange übernehme ich. Also Andi Borg macht sich auf den Weg zu uns und ich zeige Ihnen, wer dazugestoßen ist. Martin Seidler ist da, SWR-Fernsehmoderator. Die ganze Woche warst du bei der Landesschau Rheinland-Pfalz. Heute dein erster freier Tag. Was bedeutet es für dich, hier bei der Spendenaktion dabei zu sein? Es ist einfach großartig. Ich habe die Herzenssache selber auch schon präsentieren dürfen und einfach zu erleben, wie herzlich die Menschen sind, wenn die sagen, hey, ich habe zwar nicht viel, aber ich spende gerne 50 Euro, ich spende 100 Euro. Meine Frau und ich, jeder 50 Euro, das ist einfach, da geht dir das Herz auf. Und wunderbar. Wenn du weißt, dass das Geld auch wirklich zu 100% ankommt, das ist einfach das Allerbeste, was passieren kann. Hallo, hallo, servus. Entschuldigung. Wunderbar. Hallo, ich freue mich, dass ich heil hier angekommen bin. Schön, dich hier zu sehen. Ja, perfekt. Es ist großartig, wenn man das so hört, wenn ich sehe, wie deine Augen glänzen, ja, da passiert einiges schon. Soll ich dir kurz was sagen? Warte einen Moment. Ja. Ich habe jetzt ungern meine Kollegen drüben gelassen. Lieber Stefan Ross, pass du auf, dass da kein Unsinn. Oder ich glaube, das habe ich gerade dem Falschen gesagt. Aber pass auf, dass da keiner an uns ist. Weißt du, wer hier mit Leib und Seele telefoniert? Vincent Groß. Mein Gott, er strahlt, er performt, will ich sagen. Ne? Wenn man mit ihm telefoniert, das ist echt ein Highlight. Telefonierst du gerne? Ja, sehr gerne. Ich meine, auch für die Herzenssache. Und ich hatte gerade eben eine ganz, ganz lustige und sehr freundliche Dame am Apparat. Da habe ich gerade gesagt, ja, erstmal vielen Dank für Ihre Spende. Und dann habe ich gesagt, jetzt gerade telefoniere ich im Fernsehen, Sie sehen mich auf dem Bildschirm mit Ihnen. Und dann hat sie es mir nicht geglaubt und dann habe ich gesagt, ich zwinker Ihnen jetzt zu. Dann habe ich ihr zugezwinkert und die hat so angefangen zu strahlen und das hat man gehört, die hat gelacht. Also du. Es ist nicht nur ein Anruf, ein Büro, ein beruflicher, sondern nein. Da geht richtig mit Herz
Herzenssache. Dass du dich hier auskennst und nicht nur mit dem Handy umgehen kannst, wundert mich jetzt. Wer auch die ganze Zeit telefoniert, ist unsere Speerwerferin, unsere ehemalige Christina Oberkvöll. Ich habe noch nie mit einer Olympia-Goldmedaillengewinnerin gesprochen. Meine Damen und Herren, ich möchte den Applaus jetzt hören von drüben vom Studio bis hierher. Christina Oberkvöll, ein Schwarzwaldmädel aus Lahr. Ja, aufgewachsen in Malberg. Okay, okay. Es ist, ich kann mir vorstellen, ich betreibe keinen Sport. Ich bin da meistens die Kugel vom Kugelstoßen. Aber das ist mit viel Schweiß, viel Arbeit, mit viel Disziplin verbunden. Ja. Und du findest, du nimmst dir die Zeit, hier ja, bei uns zu telefonieren. Sehr, sehr gerne, immer wieder gerne. Und du hast dir auch ein Projekt ausgesucht. Ja, habe ich. Worum geht's da? Um die Frauenmilchbank. Ja. Ich habe das Projekt auch besucht in der Klinik, im Olga-Hospital in der Neonatologie. Mhm. Und habe dort eine Mutter mit ihrem Frühchen besucht, ja, wo es darum geht, dass die Frühchen, das ist ganz, ganz wichtig ist, dass die Frühchen möglichst von der ersten Stunde an Muttermilch bekommen. Ja. Und nicht jede Mutter hat, wenn sie ein Frühchen zur Welt bringt, direkt, ja, Milch. Und somit gibt es eben das Projekt, dass andere Mütter, die genügend Milch haben, für die anderen Kinder spenden. Als du dort warst, war da eine Kamera dabei? Ja. Ja, dann schauen wir uns das doch an, oder? Ja, super, das machen wir. Christina, guck mal. Hallo? Das Wunder des Lebens begann für Matteo 4 Monate vor dem errechneten Geburtstermin. Mit knapp 600 Gramm startete er seine Reise in die Welt. Also die Idee ist, eine richtige Frauenmilchbank hier am Klinikum Stuttgart aufzubauen, einzurichten, damit jedes Frühgeborene vom ersten Lebenstag an mit Frauenmilch ernährt wird, bis die eigene Mutter genügend Milch produziert. Die Idee ist vor fast 2 Jahren entstanden, weil meine eigene Tochter auch ein Frühgeborenes war und ich das Glück hatte, sehr viel Milch zu haben und gerne meine Milch anderen Müttern gespendet hätte. Das war aber nicht möglich. Die Muttermilchbank ist ein fehlendes Puzzle, um diese perfekte Versorgung für die Frühgeborenen abzurunden. Jetzt die unbändige Freude, dass es geklappt hat, dass die Herzenssache uns unterstützt, dass die Personalstelle jetzt eingerichtet werden kann, die uns noch gefehlt hat und das Projekt jetzt endlich auf der Zielgeraden liegt. Auch für Christina Oberkvöll ist das Frauenmilchprojekt Herzenssache. Größte Freude für sie, aber vor allem für die Mama Mina, ist, dass Matteo sein Geburtsgewicht inzwischen verdreifacht hat. Wir haben gerade gehört, dass sie wahrscheinlich in 14 Tagen nach Hause dürfen. Ja. Wow, wie schön. Freut mich. Ach, schön. Toll. Und der Matteo hat dann auch die Frauenmilch bekommen. Ja, ja. Genau. Der hat in den ersten Tagen, ja, als ich einfach noch nicht genug Milch hatte, hat er Frauenmilch, ja, bekommen. Seit einigen Tagen kann Frau Bothe ihren Sohn allein aus dem Bettchen nehmen, Matteo im Arm halten und ihn mit abgepumpter Milch versorgen. Jetzt möchte die 24-Jährige anderen Frühchenmüttern helfen, ihnen Mut machen mit ihrer eigenen Geschichte, die im Rückblick noch immer wie ein großes Wunder klingt. Hallo, Verena Schüssler. Hallo, Christina Oberkvöll, freut mich. Ich habe hier noch ein Foto von Matteo, als er auf die Welt kam. Da war er gerade ein paar Tage alt. Er war noch viel, viel kleiner als jetzt. Ja, dann würde ich mich langsam verabschieden. Nina, ich wünsche dir und Matteo alles Gute für die kleine Familie. Dankeschön. Und hat mich sehr gefreut, Frau Schüssler, das Projekt näher kennenzulernen. Und sage an dieser Stelle weiterhin alles Gute. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja. Herrlich. Als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe und ihn besprochen habe, du hast gespürt, dass man hilft. Du hast es nicht nur gesehen. Absolut, ja. Und ich bin selbst Mutter von 2 Jungs. Und deswegen ist, also wenn man selbst auch Mutter ist, dann ja, ist es absolut selbstverständlich und auch immer eine sehr, sehr emotionale Geschichte. Und jeder Euro lohnt sich, der hier heute Abend gespendet wird. Und dafür bin ich hier und gebe alles. Das heißt, wir sagen zweimal Danke. Einmal, dass du dieses Projekt besucht hast, ja, unterstützt und dass du jetzt auch noch hier sitzt und telefonierst. Sehr alles, gerne. Alles Gute. Vielen Dank. Bleib gesund. Ach ja, die Fatma hat schon 3 Kinder. Du hast erst 2.
Mal schauen. Stimmt doch, oder? Ja, ich wurde aber einmal mit Zwillingen beschenkt, insofern. Ah, okay. Guck mal, so machen wir das hier bei uns im Schlagerspaß. Die Leute schreiben uns, schicken uns Post, ja, egal ob mit Brief oder mit E-Mails. Und ich lese jetzt einen Brief vor, den sie uns geschickt haben. Mein Name ist Anke, ich bin 23 Jahre jung und hoffe, dass Sie den Brief erhalten. Denn es geht um eine Herzensangelegenheit, passt zum heutigen Abend. Passt super. Meine Großeltern Brigitte und Winfried sind die tollsten Großeltern der Welt. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Sie sind für mich meine Vorbilder, meine Helden, zu denen ich aufschaue. Sie sind immer für mich da und beschenken mich mit so viel Liebe. Ich bemühe mich, diese Liebe zurückzugeben, auch indem ich jetzt ihren Lieblingswunsch wünsche. Und zwar wünscht sie sich für die Großeltern, aber dich gibt's nur einmal für mich. Das ist schon der Wunsch genug. Und sie schreibt ganz einfach frech noch dazu, aber bitte gesungen von Semino Rossi. Da haben sie aber Glück, dass der heute Abend hier ist. Liebe Anke, aus der Nähe von Würzburg steht da. Guck mal, wir haben sogar ein Foto hier mit deinen Großeltern. Und wir erfüllen jetzt natürlich diesen Wunsch. Semino Rossi singt. Aber dich gibt's nur einmal für mich. Es gibt Millionen von Sternen, unsere Stadt. Sie hat tausend Laternen, Gut und Geld gibt es viel aus der Welt, aber dich gibt's nur einmal für mich. Es gibt tausend Lippen, die küssen und Pärchen, die Tränen sich müssen. Freud und Leid gibt es zu jeder Zeit, aber dich gibt's nur einmal für mich. Schon der Gedanke, dass ich dich einmal verlieren könnte, dass dich ein anderer Mann mach mich traurig, weil du für mich die Erfüllung bist. Was wär die Welt für mich ohne dich? Es blühen viele Blumen im Garten. Es gibt viele Mädchen, die warten. Freud und Leid gibt es zu jeder Zeit, aber dich gibt's nur einmal für mich. Schon der Gedanke, dass ich dich einmal verlieren könnte, dass dich ein anderer Mann einmal sein eigen nennt, es macht mich traurig. Sieben Wunder der Erde, tausend Schiffe fahren über die Meere. Gut und Geld gibt es viel auf der Welt, aber dich gibt's nur einmal für mich. Schon der Gedanke, dass ich dich
lebst nur einmal für mich. Vielen, vielen Dank. Muchas gracias. Dankeschön. Aber dich gibt es nur einmal, ja, finde ich. Ja. Wie du Wünsche erfüllst, das ist unglaublich. Und wenn du glaubst, das war der einzige Brief, der mit deinem Namen versehen bei uns ankommt, dann irrst du dich. Ich habe noch ganz, ganz viele Wünsche und hoffe, dass du in den nächsten 20 Jahren immer wieder bei uns vorbeischaust, um deine Wunschliste abzutragen. Was hast du vor? Ich habe hier einen, den musste ich heute, wo du hier bist. Hier schreibt mir der Werner. Unseren Respekt hast du für deine schöne Sendung, lieber Andi. Ich habe eine Bitte an den Frauenschwarm Semino Rossi. Hauptsächlich aber von den lieben alten Mädels hier aus der Seniorenanstalt. Junge, Junge, der Semino, das müsstest du mal sehen, lieber Andi. Hier in der Seniorerei, schreibt er. Wenn der Semino singt, Tränen haben die Mädels in den Augen. Sie beschweren sich allerdings, dass du in mehreren Sprachen singst, Spanisch, Deutsch, Liter, aber noch nie in der Weltsprache Kölsch. Ui, mein Gott, das wird schwierig. Ja, das wird schwierig. Aber du willst doch diesen Wunsch, schau her, er schickt extra etwas mit und schreibt extra dazu, Andi, du hast doch lange im Rheinland gewohnt, kannst du ihm das nicht lernen? Ja, ich bin prädestiniert dafür, ich bin ein Wiener, ich kann Kölsch, natürlich, aber ich versuch's. Aber ich versuch's. Moment, ich probiere auch. Erstmal nur sprechen, ja? Mir lasse der Dom in Kölle. Ja, wir lassen der Dom in Köln. Nein, nicht wir, mehr. So wie mehr, Argentinien, mehr, da mehr, ist ja auch mehr. Mehr. Ja, genau. Schwimmen, ja. Mehr lasse der Dom in Kölle. Mehr, ja. Mehr lassen mehr. Die Dom im Kölle. Okay, zweite Zeile. Denn da gehört herhin. Das gehört dorthin. Das gehört dahin. Ja. Aber es, die Zeile heißt, denn da gehört herhin. Denn da gehört herhin. Und dann geht's ganz einfach weiter. Was soll der dann woanders? Das hat doch keinen Sinn. Andi, machen wir einfach. Das ist total schwierig für mich, ja? Ja, ich merk's. Warum singen wir nicht das Lied, ja? Welches? Ja, da sind wir dabei. Möchtest du trotzdem den Wunsch erfüllen? Ja. Ach ja, genau. Jens, machen sei wir so das. Gut. Da sind wir dabei. Ja, das prima. Viva Colonia. Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und haben ja immer Durst. Das ist gut. Hab ich versucht. Also, liebe Mädels in der Seniorerei, der Wunsch ist wohl in Erfüllung gegangen. Schön, dass du da bist. Wir beide freuen uns jetzt wieder auf Musik von den Bonitones. Die spielen aus meinem Geburtsjahr, aus 1960, hat Fats Domino seine Josephine besungen. Und das spielen jetzt unsere Burschen hier. Hello, Josephine, die Bonitones. Umbrella every time it rained. You
it was to be like that. Hello, Josephine. How do you do? Do you remember me, baby? Like I remember you. You used to laugh at me. And all the woo woo woo. Oh, I get some. Bonnie Tones bei ihrem allerersten Fernsehauftritt. Meine Damen und Herren, und ich sitze hier bei den berühmtesten Schwestern Nordeuropas, Anita und Alexandra Hofmann. Guten Abend. Hallo. Die Jungs sind toll. Die Jungs sind toll, ja. Und jung sind die Jungs. Sind die so jung. Also, ihr beiden, von euch wissen wir, dass ihr musikalisch so vielseitig seid wie keine anderen Schwestern in der ganzen Branche. Aber jetzt engagiert ihr euch auch noch für die Herzenssache. Was habt ihr gemacht? Ja, das ist so ein tolles Projekt. Da haben wir gesagt, da müssen wir auf jeden Fall mitmachen. Und wir waren in einem Feriendorf bei Kindern. Und ich bin so, so begeistert, was wir dort alles erlebt haben. Ich habe es gesehen, ihr habt alles mitgemacht. Ja, das war einer der schönsten Tage in der letzten Zeit. Man darf ja eins nicht vergessen. Also ich hatte heute wirklich auch schon ein paar Mal Gänsehaut, wo es um die Geschwisterkinder von krebskranken Kindern geht und wie man sich engagieren kann, die Schwestern und die Zwillinge, ja, wie sie jetzt zusammengegangen sind. Und dort ging es einfach auch um die Kinder von den Flutopferfamilien. Ich meine, die Familien, die haben Sorgen. Die haben die Existenz verloren und manchmal auch Freunde oder Familienangehörige. Und diesen Kindern einfach mal eine Woche ein sorgenfreies Leben zu beschaffen in dieser Zeit, ja, das haben die dort in diesem Ferienlager wirklich ganz, ganz toll gemacht. Das schauen wir uns an. Nicht enden wollender Regen sorgte am 14. und 15. Juli 2021 für die größte Naturkatastrophe in der Geschichte von Rheinland-Pfalz. Plätschernde Flüsse verwandelten sich in reißende Ströme. Menschen verloren ihr Leben, ihr Zuhause, ihre Perspektive. Auch das Feriencamp Prümtal wurde von der Flut nicht verschont. Das ist die Prüm. Das ist jetzt gerade aktuell, sieht aus wie ein stehendes Gewässer. Da ist kaum Bewegung drin. Wo das Hochwasser halt ging, ging es halt hier wirklich komplett drüber. Und dann sieht man halt auch die Gewalt des Wassers, wie das hier drückt. Wie lange ist das Wasser dann wirklich so hoch gestanden? Über 2 Tage mindestens. Also es ging vom 14. los und hat dann ja auch länger gedauert, bis es dann wirklich wieder abgelaufen war. Mit Hilfe für den Aufbau ist 3 Monate später wieder Platz für Spaß und Spiele. Raum zum Kuscheln und Lachen. Ferienzeit in neuen Hütten, die auch Anita und Alexandra gefallen. Die sind halt jetzt in dem Bereich jetzt nicht behindertengerecht, aber alle anderen Hütten hier unten sind so konzipiert, dass man hier auch ohne Probleme mit 8 Behinderten einziehen kann. Ah, super. Ja, hier haben wir jetzt Hütte 8. Ey, das ist ja schön. Oh, ich wollte immer Hochbett. Ja, schön. Und wie lange seid ihr jetzt schon hier drin? 4 Tage, ja. Ihr macht viel zusammen, oder, draußen? Heute haben wir Disco-Abend. Ja, super. Schön. Also da basteln wir Lamas und Schafe. Ein Hoch auf Wauzi, den plüschigen Heimwehvertreiber. Die Tage vergehen in Prüm wie im Flug. Beim Fußballspielen, beim Seilbahnfahren, beim Basteln. Die Hofmanns probieren einfach alles aus und zeigen nicht ganz überraschend kreatives Geschick. Auch in der Küche sind die Schwestern mit dabei. Sie helfen gerne mit und genießen als Abschluss des Tages das abendliche Beisammensein. Gemeinsam mit den Kindern einen gelungenen Tag in Prüm zu erleben, ist für Anita und Alexandra einfach Herzenssache. Tschüss! Ciao!
Tschüss. Diese Ablenkung der Kinder ist unbezahlbar. Ganz, ganz was Wichtiges. Habt ihr ganz toll gemacht, richtig ausgesucht. Herzenssache eben, Herzenssache. Und es ist uns immer eine Herzenssache, wenn ihr da seid, dann singt ihr uns immer etwas, wo wir dann sagen, ach, guck an. Ihr singt jetzt einen Titel, der war bei der Fußball-Weltmeisterschaft die Hymne. Es war 1990, die Weltmeisterschaft in Italien. Wo, die haben gewonnen, die haben gewonnen. Hat das Österreich nicht gewonnen? Nein, über sowas macht man sich nicht lustig. Aber dafür können wir besser Skifahren. Edge. Nein, es geht um, wie kommt ihr denn auf diesen Titel? Ja, wir haben ja italienische Wurzeln. Unser Vater ist aus Südtirol und ich hatte 3 Jahre die italienische Staatsbürgerschaft. Anita leider nicht, aber sie darf trotzdem mitsingen. Aber weißt du, ich sehe so aus. Ja, das stimmt, Signora. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt Un'estate Italiana. Herzlich willkommen, Anita und Alexandra Hofmann. Danke, Anita. Und an der Stelle muss man sagen, mille grazie. Dankeschön, Anita und Alexandra Hofmann.
Die zwei können wirklich alles singen und es klingt gut. Meine Damen und Herren, Sie sehen das Fass hier. Das, wo das Telefon draufsteht, meine ich jetzt. Das, was sich bewegt, das bin ich. Meine Damen und Herren, wenn ich hier stehe, dann wissen Sie, es geht um die Jukebox. Das bedeutet, Sie haben uns Wünsche geschickt. Ich habe sie vor der Sendung an unsere Kolleginnen und Kollegen verteilt und jeder durfte sich einen Wunsch aussuchen. Einige hatten sogar zwei, der Stefan hat sich gar nicht entscheiden können, aber du hast dich entschieden für diesen Brief hier. Da steht drauf, Hallo Andi. Ich würde mich sehr freuen, wenn einmal der Titel Jenseits von Eden in Ihrer Sendung gesungen wird. Ich habe das Lied als Fünfjährige vorm Spiegel rauf und runter gesungen und habe es jetzt leider schon ewig nicht mehr gehört. Stefan, das können wir ändern. Vielleicht klappt es ja, schau ich. Man muss lange warten, das gebe ich zu, weil wir sehr viel Post bekommen. Liebe Grüße, schreibt die Christina. Stefan, du magst es, oder? Ja. Jenseits von Eden, für die Christina. Aber sowas von. Darf ich dich zu unserer Alma rüber bitten? Dankeschön. Zu unserer Jukebox. Und dann hören wir heute, gewünscht von der Christina, Jenseits von Eden, gesungen heute von Stefan Mross. Selbst ein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind, dann sind wir jenseits von Eden. Wenn wir nicht fühlen, die Erde sie weint wie kein anderer Planet, dann haben wir umsonst gelebt. Wenn eine Träne nur Wasser noch ist, dann sind wir jenseits von Eden. Wenn man für Liebe bezahlen muss, nur um einmal zärtlich zu sein, dann haben wir umsonst gelebt. Dankeschön. Danke für immer. Dankeschön. Wir sehen es gerade. Unser Stefan Mross kann nicht nur lustig, der kann auch richtig schön singen. Sehr schön erfüllt dieser Wunsch für die Christina. Und der nächste Brief kommt aus Seeshaupt von der Paula. Sie schreibt, wenn der Schlagerspaß kommt, ist es für uns der schönste Fernsehabend im Monat. Vielen Dank für dieses Kompliment. Ich wünsche mir ein Lied von Semino Rossi. Und dann hat sie in Klammer geschrieben, nicht, dass wir auf die Idee kommen, er könnte singen, was er will, sondern da steht, No Mas Boleros. Das mache ich gerne. Ja. Machst du das gerne? Ja, total gerne. Ja. Du hättest das erst mal sagen können, nein, will ich heute nicht, habe ich keine Lust. Dann wäre die Paula erschrocken. Dann darf ich dich schon mal rüber bitten unserer Alma. Sie schreibt noch, und ich möchte damit meine Schwester Marianne
nachträglich zum 91. Geburtstag gratulieren und ihr danken, dass sie trotz ihres hohen Alters unsere gemeinsame Schwester Resi seit Jahrzehnten pflegt. Großes Kompliment auch an dieser Stelle. Außerdem will ich alle Schlagerspaß-Fans aus der Seeresidenz Seeshaupt, das sind aber sehr viele, schön, vor, ich würde lispeln und ich müsste sagen Seeshaupt, aus Seeshaupt grüßen. Die Grüße werden in dem Moment übermittelt, in dem Semino Rossi Nomas Boleros singt. Si a mi mente hay que ayudar para borrar este dolor, recordando todo el mundo que te di. Qué triste estoy, no quisiera nunca recordar esta canción que te canté una y otra vez y así te enamoré. No más boleros. ¿Para qué? Si tú no estás aquí, mi amor, ya no cantaré ningún bolero. Vielen Dank. Semino Rossi, ich sage sehr gerne, wenn ich hier hinter diesem Fass stehe und die Jukebox-Aktion bei uns läuft, sage ich sehr, sehr gerne, die Menschen, die dort drüben stehen, singen alle live. Und wenn es einen Menschen gibt, dem das jetzt nicht gefallen hat, dem wünsche ich gute Besserung. Semino Rossi im Schlagerspaß. Lieber Herr Borgstetter, die Sendung Schlagerspaß mit Ihnen ist einfach wunderbar. Ich wünsche mir das Lied La Bamba. Sie schreibt sogar La 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 Bamba, du, 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 La La Bamba, gesungen von Andy Borg. Es tut mir leid, das erfülle ich Ihnen nicht, weil dazu muss man sich, wie Sie selber schreiben, das ist ein Lied, da kann man dazu tanzen und sich bewegen. Wie soll ich das machen? Meine Damen und Herren, natürlich haben sich Anita und Alexandra Hofmann gemeldet, diesen Wunsch zu erfüllen. Darf ich euch bitten, zu Alma, zu unserer Jukebox? Ja. Bitte, bitte. Aber ich hätte es auch mit dir getanzt, gell? Ja, das glaube ich dir. Du bist gut versichert. Bitte versprühen Sie mit Ihrer Sendung noch lange, lange so viel gute Laune und Heiterkeit. Ihre treue Zuschauerin und dann steht XY. Warum auch immer. Hier sind Anita und Alexandra Hofmann. La. Du fängst an? Ja. Paramela la bamba. Paramela la bamba. Se necesito una bocca di grazia. Una bocca di grazia. Fammi partire. Y arriba, y arriba. Oh, y arriba, y arriba. Patissere, patissere. Io non sono il marinero, cioè non sono il marinero, sono il capitano, sono il capitano, sono il capitano. Vai la la bamba, vai la la bamba.
Anita und Alexandra erfüllen den dritten Wunsch aus unserer Jukebox-Ecke. Meine Damen und Herren, und ich begrüße jetzt ganz, ganz herzlich die Vorsitzende, die Chefin der Herzenssache, Frau Dr. Simone Scheelberg, Landessenderdirektorin des SWR in Rheinland-Pfalz. Guten Abend. Hallo, schönen guten Abend, Anni Borg. Hallo. Und ebenso küsst die Hand, gnädige Frau Christiane Kirch-Jacobi. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Es ist ein Kompliment. Sie betreuen das ja schon ganz, ganz lange, viele, viele Jahre. Ja, 15 Jahre darf ich schon betreuen. Okay. Ja. Und darf ich nochmal darauf zurückkommen? Der Herr Hettich hat gesagt, er wäre schon aufgestanden und hätte mit Ihnen getanzt. Ja, also ich habe es schon mal gelernt, Rock'n'Roll zu tanzen, aber ich hätte mich jetzt hier im Fernsehen nicht getraut tatsächlich. Das mit der Herzenssache geht ja noch weiter, oder? Ja, viele sicher. Jahre. Ja, ja, das geht noch ja, lange dann weiter. Dann reden wir heute... Oh, in ein paar Jahren können wir mal ausprobieren, ja. Ihr sucht euch immer ganz viele schöne Dinge raus. Wir erleben heute ja nur einen kleinen Teil von all den Projekten, die ihr unterstützt. Ja. Und ihr habt euch da eine Sache ausgesucht, das hat auch mit Tanzen zu tun, was wir gerade so gesehen haben. Worum geht's da? In der Tat, also den Herzenssache-Bus, den wir heute verschenken. Das ist schon eine Tradition. Oft? Ja, wir haben schon 23 Busse verschenkt in 20 Jahren, also in 21 Jahren. Okay. Und da geht's um Mobilität. Ja. Ja, das ist sensationell, weil Mobilität ist halt ganz wichtig für Kinder und Jugendliche, wenn sie krank sind, in Not oder wenn sie benachteiligt sind, dass sie halt vom Fleck kommen und nicht festgebunden sind. Auch so ein Thema, woran man nicht denkt. Man denkt ja nicht dran, man hilft ihnen, aber wie sollen die denn von A nach B kommen? Genau. Und dieser Bus ist dieses Jahr sehr bunt. Der ist jedes Jahr sehr bunt. Wir machen jedes Jahr die Aktion mit Graffiti-Künstlern. Mit verschiedenen Künstlern. Und es ist immer ganz cool, was natürlich wichtig ist für Kinder und Jugendliche, dass der Bus auch cool ist und von Sprayern besprayt ist. Also in den wir gerade sehen, in den würde ich auch gerne einsteigen. Sensationell, ja. Aber das, was danach kommt, das mache ich nicht so gern, nämlich tanzen, mich bewegen. Und da fahren die Kinder die werden abgeholt von zu Hause und kommen dann in die Tanzwerkstatt, oder wie ist das? Ja, so ähnlich. Die werden abgeholt aus dem Haus am Mühlebach. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Okay. Das ist eine pädagogische Einrichtung für Kinder und Jugendliche mit Behinderung oder mit einem Handicap. Ja. Und durch das Tanzen kriegt man halt wahnsinnig Kraft und kriegt man Energie und Selbstbewusstsein. Und das hat uns so imponiert, dass wir unbedingt mit Herzenssache dabei sein wollten. Ich sehe das auch an den beiden Mädchen, die ihr mitgebracht habt. Ihr seid zwei von der Tanzwerkstatt, oder? Ja. Ja. Freut mich, dass auch ihr hier seid. Was ist denn... Was ist denn das Ziel? Worauf wollen Sie denn heraus mit dieser Tanzwerkstatt? Mit der Tanzwerkstatt? Ja? Also die Tanzwerkstatt ist vor fast 6 Jahren entstanden aus einem traumapädagogischen Projekt. Ja. Im Rahmen unserer Mädchenarbeit, die wir schon seit 15 Jahren machen. Und das Ziel ist einfach, den Mädchen auch eine Ausdrucksform zu geben, ihre Emotionen auszudrücken, ihre Sorgen auszudrücken. Wir arbeiten immer mit Texten, vorzugsweise mit deutschen Texten, an denen dann auch Dinge bearbeitet werden. Und ja, mit der Tanzwerkstatt sind wir jetzt schon ganz oft eingeladen gewesen. Also ich glaube, in den letzten 6 Jahren, die Frau Riem hat es mal versucht zu zählen, das waren bestimmt 35 bis 40 Einladungen. Die Mädels haben bei Flashmobs getanzt, im Theaterprojekt mitgetanzt. Das heißt, das hier wäre zu klein für euch. Naja, die Mädels haben auch schon mal im Landtag getanzt, anlässlich des Frauentages. Also das hat uns schon ganz schön vernetzt in der Region und das hat natürlich ziemlich viel Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit auch bedeutet. Ja. Es ist ja ein bisschen wie Singen und wir alle, die wir hier sind, meine Kolleginnen und Kollegen, wir wissen das, auch wir haben ja auch nicht nur gute Tage, bei uns geht es auch mal schlecht und wenn wir dann auf der Bühne stehen dürfen, wenn man sich, auch wenn man sich nicht bewegt, wenn man nur singt, das tut einfach gut, oder? Ja. Das ist schon was Schönes und es ist großartig, dass ihr euch darum kümmert. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass wir das machen können. Ich bin
mittlerweile begeistert von dieser heutigen Sendung. Ich hatte ein bisschen Angst, weil ich kann das nicht, eine Spendensendung seriös moderieren. Ich bin einfach der kleine, runde Andi, der Lustige. Aber dank eurer Hilfe auch, Herr Hettich und euch beiden, kriegt es eine Seriosität und trotzdem so etwas Liebenswertes, weil es eben eine Kinderhilfsaktion ist, diese Herzenssache. Absolut. Vielen Dank. Und auch das nächste Lied geht zu Herzen. Ich habe es mir selber ausgesucht von meinem Freund Stefan Mross. Und das, was er jetzt singt, genau das ist der Grund, warum ich ihn mag. Das ist der Grund, warum er seine Frau lieb hat. Warum man überhaupt Menschen gerne um sich hat. Er singt es, weil du bist, wie du bist. Stefan Mross. Wenn die Sonne kommt und wieder ist er noch mit dir vorbei, da denk ich, der Himmel hat dich geschickt. Du liegst neben mir, so wie ein Engel in Zivil. Ich schau dich nur an und ich spür, das ist Glück. Weil du bist, wie du bist, weil es ist, so wie es ist, bin ich froh, dass wir uns gefunden haben. Weil du bist, wie du bist, weil es ist, so wie es ist, hoff ich nur, wir zwei, wir bleiben zusammen. Eine Frau so wie du, die könnt an jeden Raum. Ich frag mich manchmal, ob ich die verdien. Ich hab meine Fehler und es ist mir nicht ganz klar, was ohne so wie du bloß an mir find. Weil du bist, wie du bist, weil es ist, so wie es ist, bin ich froh, dass wir uns gefunden haben. Weil du bist, wie du bist, weil es ist, so wie es ist, hoff ich nur, wir zwei, wir bleiben zusammen. Jeder Tag mit dir ist wie ein schöner Traum und ich möchte, dass er nie mehr vergeht. Ich geb ehrlich zu, ich weiß nicht, was ich tät, wenn ich dich auf einmal nimmer hätt. Hoff ich nur, mir zwei, wir bleiben zusammen. Weil du bist, wie du bist, weil es ist, so wie es ist, bin ich froh, dass wir uns gefunden haben. Weil du bist, wie du bist, weil es ist, so wie es ist, hoff ich nur, wir zwei, wir bleiben zusammen. Hoff ich nur, wir zwei, wir bleiben zusammen. Ja. Unser Stefan. Liebe Dankeschön. Anna Karina Wojcik, wir haben es alle gehört. Er hofft, wir bleiben zusammen, hat er gerade gesungen. Ganz, ganz liebe Grüße. Meine Damen und Herren, das ist der Schlagerspaß. Da gibt es einmal was Besinnliches, wo man sagt, ja, recht hat er, wenn er das singt. Und Sie werden jetzt gleich sagen, wie schnell spielt der denn? Also als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, so schnell kann ich nicht einmal denken, wie der spielt, der Max von den Bonitones. Under the Double Eagle, bitte sehr.
Ich sag's gerne noch einmal. Die Burschen sind 17, 17, 19 und 21 Jahre jung. Und das ist ihr allererster Fernsehauftritt. Unglaublich. Da, ich stelle mir gerade vor, wenn das ein herkömmlicher Gitarrist übt, was er gerade gespielt hat, dann würden wir uns auf die Zunge beißen. Ja? Und der macht auch noch Spiränzchen da, fängt so an auf dem Griffbrett da. Das werde ich dir nie verzeihen. Wir wünschen euch auf allen euren Wegen alles, alles Gute. Das war erst der erste Fernsehauftritt. Egal, was ihr macht in eurem Leben, vergesst die Musik nicht. Die Bonitones. Wenn Sie jetzt vorhaben, ein Instrument zu lernen, dann gehen Sie lieber zu einem Musiklehrer. Wir alle wissen, dass das Lernen nicht immer ganz einfach ist, weil man sich nicht konzentrieren und so. Und deswegen begrüße ich jetzt einen Gast aus Saarbrücken. Die haben dort einen Weg gefunden, wie man leichter und einfacher lernen kann. Herzlich willkommen, hallo, Angelique Palbui. Habe ich das richtig gesagt? Ja. Das ist ein Applaus. Du engagierst dich für das Projekt Rock Your Life. Warum und wie kommst du dazu? Also ich studiere selber auf Lehramt und ja, da wir ein Verein sind, der sich für Bildungsgerechtigkeit einsetzt, dachte ich, es ist eine gute Idee, da beizutreten. Bedeutet das, du möchtest Lehrerin werden? Ja. Liebe Kinder, schaut, dass Sie in diese Schule kommen, wo die Angelique unterrichtet. Ich bin begeistert. Wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt, du betreust jemanden oder es kommt jemand zu dir und sagt, kannst du mir bitte helfen? Ja, genau. Also unser Verein bietet ein 1:1-Mentoring an zwischen Studierenden und in unserem Fall jetzt Schülerinnen und Schülern der 8. Klasse. Ja. Und die begleiten sich dann für ein Jahr und unterstützen sich dann auch gegenseitig in allen Belangen. Okay, das heißt, du bist auch nicht für eine ganze Klasse zuständig, nee, in dem Bereich, nee, sondern für man einen, immer zwei, eine drei Person. Immer eine, ja, Person. Genau, eine ein Studierender und ein Mentee. Du sprichst von der Emma? Ja, genau. Ja? Ja. Und wie ist das zustande gekommen? Sie hat auch Hilfe gebraucht. Es, ja, ist, es geht ja nicht nur darum, Wissen zu vermitteln. Ja. Du kümmerst dich ja in vielen Belangen um sie. Ja, ich würde es auch weniger als Hilfe bezeichnen, als eher als Orientierung und Unterstützung. Einfach im Beruf, also im Schulischen oder auch, was das Berufliche später mal betrifft. Und da möchte ich einfach für Emma da sein, egal ob als Freundin oder als große Schwester, das, was sie gerade braucht. Wir haben sie gerade gesehen oder wir sehen sie gerade. Schöne Grüße, liebe Emma, von deiner angehenden Lehrerin. Ich bin ganz begeistert. Dein Schützling heißt Emma, haben wir schon gesagt. Ich wünsche euch jetzt, dass diese Freundschaft auf ewig hält. Danke. Und darf ich dir noch ein Kompliment machen? Das ist eine große Sache. Dass du bereitest dich selber vor, weil deine Berufsausbildung sozusagen noch nicht abgeschlossen ist und hilfst in dieser Zeit anderen. Das hätte mir nicht passieren können. Darf ich dir noch ein Kompliment machen? Wenn ich da damals in meiner Schulzeit so eine Lehrerin gehabt hätte, dann hätte ich so gelernt, dann wäre ich heute Nobelpreisträger. Vielleicht an der Stelle noch einmal vielen, vielen Dank. Alles, alles Gute. Deine zweite Heimat nach Saarbrücken ist ja Kambodscha. Da kommst du her. Wenn wir beide jetzt zu Fuß nach Kambodscha gehen würden, dann kämen wir an der Steiermark vorbei und da würden wir die Oberkrainer Power treffen. Die würden für uns Musik machen. Wir brauchen gar nicht so weit gehen. Wir bleiben einfach hier. Hier sind die Burschen von der Oberkrainer Power. Doch wir sind Eibiswolder, sind aus dem Sonnenholz. Wir haben den besten Schilcher, den trinkt da jeder gern. Das Kernel, unser schwarzes Gold, haben wir in Eibiswold. Die Gegend ist der Wahnsinn, dort gibt uns jeder recht. Von Sobot bis nach jeder Sonnenlicht. Ja, wir sind Eibiswolder, sind aus am Sonnenholz. Wir haben ein lustiges Bier, drauf sind wir richtig stolz. Ja, nur uns Eibiswolder, am schweißt uns richtig zusammen. Ob groß und klein, dann ist jeder gern daheim.
Eibiswalder, am Schwarz tanzt richtig zusammen. Und groß und klein, bei uns ist jeder gern da. Man könnte auch sagen, die Eibischwalder Buben. Sagt mir bitte ganz liebe Grüße in die Steiermark. Schön, dass ihr da seid. Meine Damen und Herren, es geht ein Gerücht rum, bei Fatma drüben werden Eisbeutel verteilt, weil einige Ohren zu glühen anfangen. Also das halte ich für ein Gerücht, muss ich sagen. Ist nur ein Gerücht. Okay. Hier glühen die Ohren nicht, hier blühen eher die Herzen. Wir kriegen hier so schöne Geschichten erzählt, auch von Johannes Zenglein. Viele kennen ihn von der Tigerente, vom Tigerentenclub, SWR-Fernsehen-Moderator. Du warst auch schon unterwegs für die Herzenssache. Also du sitzt nicht nur heute hier am Telefon, ja, sondern du warst auch schon für die Herzenssache unterwegs. Erzähl uns davon. Genau. Ich war im Laufe des Jahres einfach, ich hatte so ein bisschen die Schnauze voll von diesem ganzen Lockdown und Corona, wie wahrscheinlich viele, und habe mir ein Fahrrad genommen, bin durch Rheinland-Pfalz gefahren und habe gesagt, hey, für jeden Kilometer spendet was, macht mit über die sozialen Netzwerke, und habe unter anderem die Clown-Doktoren besucht in Bad Kreuznach und das Kinderhaus Blauer Elefant in Mainz, und das war eine tolle Sache. Vielen Dank für dein Engagement. Nee, super gerne. Ich bin ja nur Rad gefahren. Ja. Du hast dich engagiert, ja. Und sie sollten ihn mal telefonieren sehen. Er lacht am laufenden Band, aber ich glaube, du erlebst auch viel am Telefon. Es ist großartig. Man muss eine Sache mal sagen, es ist wirklich so, die Leute sagen immer, ich mache nur 5 Euro, ich mache nur 10. Nee, völlig egal. Chapeau, merci für jeden Euro. Und ich habe mit Minna telefoniert. Minna sagt zu mir, sie hat sich so viel engagiert in diesem Jahr. Sie hat einen Anruf vom Finanzamt bekommen. Das hätte gerne Belege für die vielen Spenden. Kein Witz. Dein Telefon klingelt, Johannes Zenglein. Vielen herzlichen Dank. Und ich zeige Ihnen das Gesicht, den Macher der SWR-Kultsendung Eisenbahnromantik. Hagen von Ortloff ist da. Und da, wo der Mann ist, da fährt natürlich auch immer ein Zug einmal rundherum. Ja, die ganze Zeit waren Sie auch am Telefonieren, Hagen. Was haben Sie alles jetzt am Telefon erlebt? Das Mikrofon vielleicht noch, Hagen? Okay, herzzerreißende Geschichten. Ich als Profi, ne? Erzählen Sie. Herzzerreißende Geschichten haben Sie. Ja, ich habe zwei ältere Damen gehabt, die den Tränen nahe waren und die gesagt haben, das ist so toll, was ihr da macht, aber ich kann nur 20 Euro spenden. Ich habe gesagt, Kleinvieh macht auch Mist, und ich habe mich ganz arg bedankt. Man hat richtig gemerkt, wie die Freude in dieser Frau im Prinzip hochgekommen ist. Und das berührt einen natürlich unglaublich. Und eines möchte ich noch sagen. Ja. Ein Mann, der Herr Röser, hat 49 Euro gespendet. Ich habe gesagt, ja, warum 49? Er hat gesagt, ich mag keine runden Summen. Also 49 Euro, vielen herzlichen Dank dafür, und vielen herzlichen Dank auch für Ihr Engagement, Hagen. Gerne. Dankeschön. Natürlich. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Sie haben es gesehen, Sie hören es die ganze Zeit. Bei Andy Borg werden Ihre Musikwünsche erfüllt. Und jetzt darf ich, und darauf freue ich mich sehr auf diesen Moment, ansagen, dass Andy Borg Ihre Musikwünsche erfüllt, und zwar mit ganz großen Hits von Peter Alexander. Wenn
erst der Abend kommt und wenn es dunkel wird, dann bist du immer so allein. Dann wird das Herz dir eng und du hast Angst davor, es könnte ein Leben lang so sein. Ich habe es nie dir gesagt, doch mir geht's gerade so wie dir. Und wenn eine Tür geht, dann bild ich mir ein, du könntest es sein, wenn erst der Abend kommt und wenn es dunkel wird, dann bin ich immer so allein. Wenn ich denk, du liebst mich nicht, lieb ich dich umso mehr. Ich zähle täglich meine Sorgen und lieb dich wie zuvor. Wenn ich nicht mehr zähle, weiß ich, dass ich dich verlor. Sorge Nummer eins in meinem Leben, das ist die Sorge, dass du von mir gehst. Und Sorge Nummer zwei ist, dass es bald einander gibt, den besser du verstehst und der dich liebt. Ich zähle täglich meine Sorgen, denn ich sorg mich sehr. Wenn ich denk, du liebst mich nicht, lieb ich dich umso mehr. Ich zähle täglich meine Sorgen und lieb dich wie zuvor. Wenn ich nicht mehr zähle, weiß ich, dass ich dich verlor. Poco, 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 la. Es sind zwar viele Mädchen da, doch leider nicht die eine, die ich meine. Poco, poco, pocola, ich wär hier doch so gerne da und geb ihr, wenn ich könnte, einen Kuss. Ich weiß, was dir fehlt. Ein Mann, der dir kein Märchen erzählt. Ich weiß, dass er dir genauso gefällt wie du mir. Ich weiß, was dir fehlt. Ein Mann, der dir kein Märchen Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Gott sei Dank. Ich bedanke mich auch bei Peter Alexander für diesen. Meine Damen und Herren, ich kann an dieser Stelle eines sagen. Schauen Sie mal auf die Uhr. Nicht auf die, das ist keine Uhr. Das ist die Telefonnummer. Die würde stehen, die Uhr. Gott sei Dank. Das ist die Telefonnummer. Schauen Sie mal auf die Uhr. Normalerweise schläft er schon.
der alte Borg. Aber heute dauert es ja länger. Wir haben die Herzenssache hier zu Gast. Und es ist unglaublich, was sie machen. Ich habe damit nicht gerechnet. Deswegen habe ich auch hier noch drei Briefe mir hingelegt. Und zwar, das ist eine gute Sache. Und zwar der erste Brief, den ich Ihnen vorlesen möchte. Da steht: Helmut aus Regensburg wünscht sich für seine Frau Daisy Rot sind die Rosen gesungen von Semino Rossi. Moment, noch nicht klatschen, noch nicht klatschen. Ich habe einen zweiten Brief, da steht drauf: Helga und Rolf aus Geringswalde wünschen sich einen schönen alten Schlager. Rot sind die Rosen gesungen von Stefan Mraz. Und dann habe ich einen dritten Brief. Da steht, der ist sogar langsam geschrieben, den kann ich gut lesen. Ritter und Werner aus Dietzenbach schreiben: Wir würden uns riesig freuen, wenn du, lieber Andi, unseren Lieblingsschlager Rot, 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 Rot sind die Rosen für uns singen könntest. Ich könnte das, aber ich würde gern diese drei Wünsche erfüllen, aber ich mag das Lied sehr. Aber dreimal hintereinander, Rot, Rot, Rot sind die Rosen, das wäre mir zu viel. Darf ich euch beiden zu mir bitten? Gerne, gerne. Kommt zu mir auf die Bühne. Schildbürgerstreich sozusagen. Perfekto. Oder? Bitte? Wir erfüllen jetzt drei Wünsche. In einem Lied. In einem, ja, Lied. Und das mit seinem Erfolgstitel Rot sind die Rosen. Ja. Also ja. Schöner geht's ja nicht. Ja. No. Ja. Auf jeden Fall. Alles in Deutsch. Deutsch, ja. Wir in Spanisch. Deutsch. Wir singen es. Nein. Nein, nein. Mir kommt es eh schon Deutsch. Spanisch vor. Also. Meine sehr verehrten Damen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich dieses Lied gewünscht haben, dreifach rot sind die Rosen. Ich fang an. Wenn die Abendsonne langsam untergeht und der erste Stern noch blass am Himmel steht, dann komm ich heim zu dir, mein Schatz. Bei dir, da ist mein schönster Platz. Und nehm dich in den Arm und sag zu dir: Rot, 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 rot sind die Rosen. Rosen geschenkt aus meinem Herzen. Ich bring sie gerne heim zu dir und sag ich danke dir dafür, bist ja so lieb zu mir. Rot, 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 rot sind die Rosen. Rosen so schön. Vielen, vielen Dank, muchas gracias. Semino Rossi, Stefan Mraz, Andi Borg. Also ja. Das hätte jetzt 5 Minuten länger sein können. Ja, ja. Auf alle Fälle. Mir fällt ja gerade ein. Was? Vorher haben sich doch Leute gewünscht, dass du Kölsch singst. Das gibt's doch auch in einer kölschen Version. Rut, 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 ja, 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 ja. Gibt's aber auch in Sachsen. Rut, rut, rut sind die Rösen. Ja, da gibt's, kennt man auch sie dann gar nicht mehr. Ja, ja, es gibt, es gibt ja, ja, auch eine spanische Version. Wir singen es lieber in Deutsch so. Eine spanische Version, es gibt auch. Ja, gibt's auch. Ja. Meine Damen und Herren, Sie sehen Wünsche noch und noch. Schreiben Sie uns, wir kommen bestimmt wieder irgendwann zusammen. Genau. Das ist euer Applaus. Vielen Dank, und meine Herren. Und auch deiner. Dankeschön. Kommt, wir gehen auf unsere Plätze. Und ich darf mich kurz hierher setzen zu euch. Gerne. Emilia, Vincent. Hallo. Ihr habt uns ein wunderschönes Lied mitgebracht aus meiner Zeit. Ja. Einen großen Schlager, aber dazu kommen wir jetzt noch nicht.
Okay. Weil ihr habt etwas gemacht, ihr habt euch natürlich auch für die Herzenssache eingesetzt und ihr seid auf den Rücken eines Pferdes gestiegen. Seid ihr lebensmüde? Also für mich, ich mag Tiere sehr gern, aber sie dürfen nicht größer sein als ich. Also der Osterhase ist schon drüber. Was war da? Mit den Ohren. Also wir hatten Tiere, die waren nicht viel größer als du, ja. Und das, Ponys. Ja. Richtig, wir waren auf einem... Für mich war es ein Pferd, für dich war es ein Pony. Wir waren auf einem Ponyhof im Saarland und die hatten Therapieponys und das war wirklich eine unfassbare Erfahrung, wie die Kiddies, die gehen da, die treffen sich dort, sind jede Woche da und lernen da wirklich Vertrauen aufzubauen, Verantwortung. Eine schöne Sache, die auch euch beiden Spaß gemacht hat. Ja. Weil ich habe mir den Film angeschaut, den sollten Sie sehen. Die zwei großen Kinder hatten auch Spaß an dieser Geschichte. Schauen Sie mal den Reiterhof an. Das Leben ist kein Ponyhof, in Nofelden schon. Mit freudig gespitzten Ohren warten hier im Saarland zwei Therapiepferde auf viele Kinder, auf ein paar extra Möhren. Und heute sogar auf prominente Gäste aus der Schweiz. Hallo! 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 Das ist Vincent und ich bin Emilia. Hallo! Also herzlich willkommen! Ja, vielen lieben Dank! Über uns die Sonne, unter uns der Mond. Wir surfen durch die Galaxie. Also das sind jetzt hier alles Therapiepferde. Die beiden. Und was genau macht ihr alles mit den Pferden? Also wahrscheinlich pflegen einfach, streicheln, reiten, was gehört noch alles dazu? Die Boxen ausmisten, mal die Koppeln abäffeln, füttern, putzen, bei Wind und Wetter, ne? Und natürlich auch, genau. Und natürlich halt auch das Reiten. Cool, sehr gut. Und jetzt putzen wir den Stall, oder? Auf jeden Fall. Sehr gut. Pferde. Unter fachkundiger Anleitung wird das Pony geputzt. Von oben nach unten, so zur Seite auch. So wie das Fell halt wächst. Immer in Fahrtrichtung Fell. Ja. Und endlich geht's ab zum Reiten. Eine Herzenssache für groß und klein. Wie unterstützt denn die Herzenssache euren Hof hier? Also den Hof unterstützt Herzenssache nicht. In dem Sinne, Herzenssache unterstützt das Projekt. Ja. Und das Projekt heißt, das Leben ist ein Ponyhof. Das ist schön, das kommt also, gut. Herzenssache ermöglicht quasi dieses Projekt, aber wir sind sehr dankbar, dass uns das ermöglicht wird. Ich glaube, ich sehe jetzt schon die Freude in den Augen der Kinder. Wollen wir endlich losreiten? Ihr habt ja jetzt Übungen gemacht. Genau. Wofür sind die? Genau. Das sind Gleichgewichtsübungen, stärkt die Muskulatur und die Kinder kriegen eine bessere Haltung. Und es macht Spaß den Kindern. Nach den Profis schwingen sich die prominenten Amateure in den Sattel. Obwohl das Glück dieser Erde für Emilia und Vincent wohl eher ein fester Bühnenboden ist, greifen sie auch auf dem Rücken der Pferde nach den Sternen. Danke dir. Mit Hilfe der Herzenssache kann der Hof und damit auch das Projekt erweitert werden. Wir sagen Tschüss! Tschüss, haben Sie gesagt, ne? Den beiden hat das großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr da mitgemacht habt. Es geht um Kinder, oder? Es gibt nichts Schöneres. Ich frage unsere Gäste, auch die Jungen, habt ihr denn einen schönen alten Schlager, den ihr bei uns singen wollt? Und was haben die beiden zu mir gesagt? Nein, haben wir nicht. Aber wir machen da was. Und sie haben was sehr Schönes gemacht. Blue Bayou haben sie für uns aufgenommen. Hier sind Vincent und Emilia. Der Weg, den ich auf den Gedanken gehe, führt am Fluss entlang zum See und zu dir. Denn dort wartest du am Blue Bayou. Unter Bäumen liegt ein Haus. Es sieht wie im Märchen aus. Darin wohnen die Liebe und du am Blue Bayou. Ich fang noch einmal an, irgendwann am Blue Bayou.
wieder nach Haus. Und seitdem blieb die Zeit für mich stehen. Einmal sagte ich, bleib doch hier, weil ich dich sonst sicher verlieb. Ich bin weit und bald vergisst du den Blue Bayou. Damals fehlte mir der Mut. Ich sagte mir, das geht nicht gut. Aber heut träum ich immer zu vom Blue Bayou. Ich fang noch einmal an, irgendwann am Blue Bayou. Lass die Welt bei dir einfach hinter mir am Blue Bayou. Bei dir lernte ich jeden neuen Tag wie ein Geschenk zu sehen. Ich fuhr wieder nach Hause. Und seitdem blieb die Zeit für mich stehen. Träume ich nur immer zu vom Blue Bayou. Vincent Groß und Emilia Wellrock. Blue Bayou, eine sehr schöne Version. Da wird einem direkt warm, wird einem, wenn ich das so sagen darf. Wir kommen zum Sommer. Wir holen uns den Sommer zurück mit Semino Rossi, der ein neues Lied für uns mitgebracht hat. Wir freuen uns drauf, denn du hattest einen schönen Sommer. Das war unser Sommer. Semino Rossi. Das war unser Sommer, zu golden.
denn das war unser Sommer. Wir träumen uns nochmal zurück, denn das war unser Sommer. Zu goldenen Tagen, die wir für uns tragen, im Herzen, solange wir sind. Komm, ich nimm dich nochmal mit, denn das war unser Sommer. Semino Rossi, das war unser Sommer. Ein neuer Titel von meinem Kollegen. Fatma, du hast vorher schon gesagt, ihr kriegt das schon ein bisschen mit, was hier bei uns abgeht. Ja, nicht nur ein bisschen, Andi, hier okay. Wird sogar getanzt. Ist das nicht schön, dass man mit einer guten Laune, mit dem gemütlichen Beisammensein Kindern helfen kann? Absolut. Und ich sag dir was, die ganze Zeit beobachte ich unseren ehemaligen Fußballprofi und Weltmeister Guido Buchwald. So sieht jemand aus, der wirklich glücklich ist. Von Anfang an ist er am Telefon und sie haben wirklich so viel telefoniert und es ging nicht nur um Spenden, oder? Ja, ist richtig. Hauptsache um Spenden, aber natürlich waren viele VfB-Fans dran, die wollten wissen, wie es da mit dem VfB weitergeht. Wir haben leider wieder 2-1 heute verloren, aber auch KSC-Leute, ich war ja auch 4 Jahre beim KSC, ja. Da hat gesagt einer, ach, du bist doch unser Manager gewesen beim KSC, was sagst du denn dazu? Und dann haben wir halt ein bisschen drüber gesprochen. Aber natürlich, der VfB liegt natürlich sehr vielen an Herzen. Ja. Aber das Schöne ist trotzdem, dass sie trotzdem spenden. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wie wirklich gute Laune zu haben. Und es geht jetzt direkt weiter. Und vielleicht ist es ja auch ein Anruf aus Japan, weil in Japan war er ja auch schon mal Trainer. Ja, vielen herzlichen Dank für Ihr Engagement, Guido. Ja, Max König, der Schauspieler, ist bei uns. Und bei ihm füllen sich auch die Seiten. Er ist auch von Anfang an am Telefon. Und ich habe gesehen, du hast eine persönliche Statistik hier angelegt. Was machst du da? Erzähl uns davon. Ja, also ich wollte mal gucken, wieso die Verteilung ist zwischen den Männern und Frauen. Und jetzt klingelt es gerade. Moment. Bitte nimm dir noch eine Sekunde für Timing. Uns. Timing. Und ich muss sagen, die Männer müssen ein bisschen nachziehen. Also die Frauen liegen vor. Es rufen gerade mehr Frauen an. Ja. Also, egal ob sie männlich sind, weiblich sind, wenn sie ein großes Herz haben, wenn sie ein Herz für Kinder haben, rufen sie an. Sie haben jetzt noch die Gelegenheit. Die Nummer ist ja sowieso dauereingeblendet. Und für die Herzenssache können sie sowieso an jedem Tag spenden. Ich gucke noch hier, der Zug fährt noch, Hagen von Ortloff. Gerade haben sie eine kleine Pause. Wie ist es, wenn einer von der Eisenbahnromantik hier am Telefon ist? Geht es da auch um Züge vielleicht, ja? Also mich hat vorhin tatsächlich eine Frau angerufen, die sind wirklich in der Überzahl und die hat mir dann das Telefon an ihren Mann übergeben und dann kam, ach schön, dass ich sie finde, Eisenbahnromantik gucke ich jeden Tag und ich baue eine Eisenbahn für meinen Enkel, der ist jetzt 4 Jahre alt und der war echt happy und 100 Euro haben sie gespendet und ich habe gesagt, er zieht den Enkel so weiter. Es ist auf wunderschön. Weg. Hagen, ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei all unseren Prominenten und Experten am Telefon. Also wir haben hier mitgetanzt, mitgesungen und vor allen Dingen Spenden gesammelt, lieber Andi. Es herrlich, läuft hier wunderbar. Herrlich. Ich bin so froh, dass du da bist. Das ist ganz, ganz lieb von dir, dass du diesen freien Samstagabend für die Herzenssache auf dich nimmst. Dankeschön. Meine danke Damen und Herren, wissen Sie, was ich hier gerade mitkriege? Wir genießen gemeinsam diese schönen Lieder hier in der Sendung. Ich kriege mit, wie Sie die Herzenssache unterstützen. Wir hören die Geschichten, wir sehen in den Filmen glückliche Kinder, denen Sie jetzt in diesem Augenblick gerade helfen. Merken Sie das auch? Wir brauchen uns alle gegenseitig. Es gibt Zeiten im Leben, da kann man geben. Aber es gibt auch Zeiten, in denen man ganz dringend etwas braucht. Ich singe jetzt ein Liebeslied. Es heißt, ich brauche dich jeden Tag ein bisschen mehr. Aber es passt so schön zu dieser heutigen Sendung. Der Zug fährt gleich ein und ich sehe schon die Lichter. Gleich sagst du mir einfach adieu. 3 Wochen allein sein, was ist das, sagst du? Und doch tut der Abschied mir weh. Das wird eine endlose Zeit. Ich weiß noch, du fehlst mir schon heute.
brauch dich jeden Tag ein bisschen mehr. Denn mit dir glücklich sein ist gar nicht schwer. Wenn du nur aus dem Zimmer gehst, dann ist alles so leer. Ich brauch dich jeden Tag ein bisschen mehr. Mir fehlt schon am Morgen dein Kopf auf dem Kissen, die Art, wie du sagst, bist du wach. Die Zeitung liegt da, doch ein Frühstück allein, ich weiß nur, mir ist nicht daran. Vielleicht ist es gut, das zu spüren, wie schlimm es wäre, dich zu verlieren. Ich brauch dich jeden Tag ein bisschen mehr. Denn mit dir glücklich sein ist gar nicht schwer. Wenn du nur aus dem Zimmer gehst, dann ist alles so leer. Ich brauch dich jeden Tag ein bisschen mehr. Ich kann mir nur wünschen, dass du mich genauso vermisst. Erst wenn du nicht da bist, weiß ich, was du für mich bist. Ich brauch dich jeden Tag ein bisschen mehr. Denn mit dir glücklich sein ist gar nicht schwer. Wenn du nur aus dem Zimmer gehst, dann ist alles so leer. Ich brauch dich jeden Tag ein bisschen mehr. Ich brauch dich jeden Tag ein bisschen mehr. Denn mit dir glücklich sein, das ist gar nicht schwer. Wenn du nur aus dem Zimmer gehst, dann ist alles so leer. Ich brauch dich jeden Tag ein bisschen mehr. Jetzt brauche ich aber was zu trinken. Dankeschön, vielen Dank. Ich brauche dich jeden Tag ein bisschen mehr. Herr Hettich, Sie haben sich hier hingestellt. Naja, ich wollte sagen, dass ich die Herzenssache heute richtig wohlgefühlt habe, im Schlagerspaß. Und ich möchte mich ganz, danke, ganz herzlich bedanken, dass wir Gast sein durften. Das können wir gerne immer wiederholen. Dankeschön. Und wir hatten ja heute das Promi-Team gesehen. Über 100 Mitarbeiter von mir, von uns, waren heute Abend ehrenamtlich am Samstag am Telefon. Am Samstagabend. Die machen ja sonst immer Freitag. Und die machen Samstag, immer Freitag Feierabend, ja, eigentlich. Aber die waren heute am Samstag am Telefon. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, rufen Sie einfach weiter an. Und wenn es jetzt nicht durchgekommen sind, meine Kolleginnen und Kollegen haben alles versucht und werden weiter dranbleiben. Vor allem, weil wir, das können wir an dieser Stelle gleich mal sagen, es ist ja, wenn die Sendung dann zu Ende geht, ist die Nummer ja noch gültig bis Ende des Jahres. Absolut. Also absolut. Da ist ja noch nicht Schluss. Es wird jetzt direkt spannend. Ja, es wird richtig spannend. Ich bin schon spannend, so gespannt. Ja. Es gibt nämlich noch eine Botschaft von mir. Es, okay, ist ja Tradition, dass die Sparda-Bank dann am Ende des Abends noch die im Hintergrund rechnen, vor eine Rechenaufgabe stellt, mit dem, was wir jetzt noch dazulegen. Und okay, die Sendung war so toll, das war so ein schöner Abend. Wir spenden von der Sparda-Bank Baden-Württemberg 125.000 Euro heute Abend. Das hätten Sie mir auch aber vorher sagen können. Ja, ich wollte eine Überraschung zum Schluss. Ich bedanke mich für diese Gänsehaut, die ich gerade habe. Die Frau Dr. Schelberg ist schon weg, oder was? Die rechnet schon hinter der Bühne. Die rechnet hinter der Bühne. Vielen, vielen Dank im Namen aller Kinder, denen Sie damit eine große Freude machen. Dankeschön.
Ich weiß, also während draußen gerechnet wird, wird hier drinnen gesungen. Also bei Ihnen zu Hause auch, denn die Lieder kennen Sie alle. Wir singen jetzt die Lieder von den Les Humphreys Singers. Meine Damen und Herren, der große Chor der Herzenssache singt mit Ihnen gemeinsam die Les Humphreys Singers, die größten Hits unter der Leitung von Anita und Alexandra Hofmann. Mexico.
Die großen Hits der Les Humphrey Singers hier bei uns beim Schlagerspaß stehen alle, haben mitgesungen. Fatma, du bist gerade rübergekommen. Ist es dann, Frau Dr. Schilberg, es ist, ich habe, wie gesagt, so etwas noch nicht gemacht. Ich habe mich erkundigt. Letztes Jahr war ja keine Sendung. Vorletztes Jahr kamen 1,8 Millionen Schilling, hätte ich beinahe gesagt. Ja, so ungefähr. Euro zusammen. Und jetzt, ist es jetzt soweit? Habt ihr alles? Jetzt ist es soweit und ich bin sehr aufgeregt und habe auch ganz schweißige Hände am Mikro jetzt. Soll aber ich Ihnen was sagen? Das freut mich. Ja. Sehr aufregend. Ich hoffe jetzt, dass hier vorne eine Eins steht, aber wir fangen an, oder? Wir fangen an hinten, soll ich anfangen. Okay, gut. Mit einer 3. Mit einer 3. Mit einer 1. 13. Mit einer 0, das macht uns gar nichts. Da kriegt man noch jetzt keinen Tank voll damit. Jetzt wird es langsam ernster. Mit einer 9. Mit einer 1. Mit einer 8. Bitte, bitte. Und mit zitternder Hand. 5.819.013. Das ist die Sensation. Das ist der Spenden-Superrekord. Das ist keine Sensation. Ich habe es Ihnen am Anfang der Sendung gesagt, für unser Schlagerspaß-Publikum lege ich meine Hand ins Feuer. Ihr habt das Herz am rechten Fleck. Dankeschön. Dankeschön. Mehr kann ich nicht sagen. Großartig. Sensationell. Das ist die Sensation. Nein, 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 stopp, bitte, bitte noch nicht diese Musik. Wenn diese Musik läuft, wäre nämlich jetzt Schluss. Also, wenn Sie sich heute keine Zugabe verdient haben, dann wann dann? Ich sage vielen Dank im Namen Großartig. Der Kinder. Komm, vielen eine Dank. Schlagerrunde geht noch. Eine. Wir haben so viele Wünsche. Es geht los mit den Bonnie Tones. Komm! So gefallen, drum gab ich ihr einen Kuss. Und es blieb nicht bei dem einen, das fiel mir gar nicht ein. Und hinterher hab ich gesagt, sie soll nicht böse sein. Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. Rote Lippen sind dem siebten Himmel ja so nah. Ich habe whisper in the ear.
Sag mi va, sag mi quando, quando, quando ich dich wiedersehen kann. Ich hab immer für dich Zeit. Sag mi va, sag mi quando, quando, quando ich dich wieder küssen kann. Fallen so wie hoch, dass uns träumen am Meer einen Traum von Amor, denn so schön wie ein Traum kommt mir dann das Leben vor. Sag mir, quando, sag mir, wann. Sag mi quando, quando, quando ich dich wiedersehen kann. Sag mi quando, sag mi wann. Ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß, dann reichst du mir.
One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking for freedom. Still it can't be found. I had it on a track, my baggage on my back. I left the city far behind. Walking down the road, where's my heavy load? Trying to find some ease of mind. Father said you'll be sorry, son, if you leave your home. Für mich. Ich bin verliebt in die Liebe und vielleicht auch in dich. Ich bin verliebt in die Liebe, sie ist okay für mich. Ich bin verliebt in die Liebe und vielleicht auch in dich. Hi, honey, weißt du, was mir fehlt? Weißt du, was mich fehlt? Lass alle Uhren stehen, ich will nur dich noch sehen und wünsche mir so vieles von dir. Kein Recht mehr und klar, kein Liebe, nur soll es sein, darum komm heute noch zu mir. Ich bin verliebt in die Liebe, sie ist okay, hey, für mich. Ich bin verliebt in die Liebe und vielleicht auch in dich. Jetzt ist die Musik genau richtig, meine Damen und Herren. Wir sind alle begeistert von Ihnen. Schauen Sie sich das an. Ein Schatz neben dem anderen Schatz, 5.819.13 Euro. Das haben Sie heute Abend Kindern geschenkt. Und habe ich es Ihnen gesagt, jede noch so kleine Spende bringt so eine Summe zusammen. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Ich sage Dankeschön für Ihren Besuch, eine große Sache. Ich hoffe, dass das so bleibt. Fatma steht noch da drüben, komm mal, hier, guck. Schön, dass du da bist. Wir sagen Dankeschön, einen schönen Abend noch. Wir sehen uns schon wieder am 4. Dezember mit unserem Schlagerspaß. Am 26. Dezember noch einmal und am 1. Januar, damit Sie uns nicht vergessen, wieder. Auf Wiedersehen und Dankeschön noch einmal.